möchte ich Sie wieder ganz herzlich willkommen heißen bei unserem Gesprächsforum Medina, bei dem wir interessante Persönlichkeiten einladen, um ins Gespräch zu kommen, mehr zu erfahren über die Person, über die Tätigkeit dieser Person. Heute dürfen wir ganz herzlich willkommen heißen Murat Kaiman. Murat Kaiman ist Rechtsanwalt, ehemaliger Funktionär des DITIB-Verbandes. Er ist Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, er ist Podcaster bei dem Forum Dauernörgler und arbeitet unter anderem für die Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Gerne. Bevor wir anfangen, um in die Details zu gehen, um ins Gespräch zu kommen, haben wir es aber auch immer gerne, dass wir über die Person Murat Kaiman etwas mehr erfahren. Wo er aufgewachsen ist, was ihn in seiner Jugend geprägt hat, wie er dann zum Studium gekommen ist und zu seinem Amt. Dass Sie mal einfach persönlich von sich selber erzählen, das ist immer ganz schön, wenn wir ein bisschen mal so die Hintergründe erfahren der Person. Natürlich, sehr gerne. Ich bin im Grunde ein typischer Vertreter der zweiten Gastarbeitergeneration sozusagen. Meine Eltern sind 68 und 70 nach Deutschland gekommen aus der Türkei. Zunächst mein Vater, dann meine Mutter, wie das eben auch sehr typisch ist für viele Familien. Sie haben sich dann im hohen Norden in Lübeck angesiedelt. Mein Vater war Dreher und Schließer und hat bei der Druckgussfirma Löffler in Lübeck gearbeitet. Ein kleines Unternehmen, das als Zulieferer für die bekannteren Marken gearbeitet hat in den klassischen Industrieregionen Deutschlands. Lübeck war in der Hinsicht eher etwas beschaulicher, eine kleine malerische Stadt an der Ostseeküste, die ich heute immer noch als Heimat vermisse. Aber mittlerweile bin ich nach Köln gezogen und weiß auch das Rheinland für seine Vorzüge zu schätzen. Wie gesagt, ich bin in Lübeck dann geboren und aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, habe mein Abitur in Lübeck gemacht und habe dann in Kiel studiert, also bin im Norden geblieben. In Schleswig-Holstein, habe in Kiel an der Christian-Albrechts-Universität Rechtswissenschaften studiert und dann eben auch mit den beiden Staatsexamen abgeschlossen und habe dann als Rechtsanwalt in Lübeck und Hamburg gearbeitet bis 2013. In der Vielleicht Zeit der Stelle würde ich schon mal kurz einschreiten. Es ist ja doch schon, ich weiß nicht, ob das vielleicht in Ihrer Community oder in Lübeck Normalität war, aber so während des Abiturs vielleicht, Sie haben, ich weiß gar nicht, wie das dann in Lübeck ist, eine Oberstufe gehabt, vielleicht Leistungskurse gehabt beim Abitur. Ja. Was waren so die Themen, die Sie damals vielleicht schon vor dem Studium sehr beschäftigt haben, zum einen? Und zum anderen vielleicht auch so ein bisschen den Hintergrund, wie kam es überhaupt zum Studium der Rechtswissenschaften? Ja, tatsächlich, wenn es nur nach mir gegangen wäre, also wenn es nach meinen Wünschen gegangen wäre, hätte ich Geschichte und Religion als Hauptfächer für die Oberstufe als Leistungskurse gewählt, weil das so meine Interessen während der Schulzeit waren. Das ist aber dann aufgrund der auch rechtlichen Vorgaben, glaube ich, des Schulamtes eben nicht möglich. Es gibt ja bestimmte Fachkategorien, die man zwingend wählen muss oder aus denen man zwingend wählen muss. Ich habe mich dann, weil ich naturwissenschaftlich interessiert war, für Biologie entschieden und weil mich die Sprache an sich fasziniert, eben für Deutsch als Leistungskurs und habe dann in dieser Kombination das Abitur in der schriftlichen Prüfung sozusagen abgelegt. Das dritte Fach war, glaube ich, Erdkunde, genau, und Englisch als mündliches Prüfungsfach. Und ich habe gleichwohl in den Grundfächern auch Geschichte und Religion weiter besucht. Religion damals eben nicht islamischer Religionsunterricht für muslimische Kinder, sondern es bestand die Wahlmöglichkeit zwischen evangelischem Religionsunterricht in seiner eben bekenntnisgebundenen Form oder einem allgemeineren Philosophie- und Ethikunterricht. Und Philosophie und Ethik habe ich ein halbes Jahr besucht und das war mir dann alles ein bisschen zu unverbindlich, um es mal so zu sagen. Und mein Interesse an Religion sollte sich dann, das war zumindest meine Einstellung und auch die Unterstützung meiner Eltern, nicht nur auf die eigene Glaubenswelt beziehen, sondern auch eben beinhalten, das kennenzulernen, was einen umgibt als religiöse Prägung. Und deshalb habe ich
mit einem sehr aufgeschlossenen Religionslehrer zu meinem Glück die Möglichkeit gehabt, evangelischen Religionsunterricht zu besuchen, der aus seiner Perspektive es eben auch spannend fand, jemanden im Unterricht zu haben, der sich eben nicht zu diesem Glauben bekennt, aber gleichwohl Interesse daran hat, das kennenzulernen und zu erfahren. Und es war dann so ein Spiel zwischen Binnenperspektive und Außenwahrnehmung einer Religion, die sich auf beide Religionen dann bezog. Einmal auf den Unterrichtsstoff, eben den evangelischen Unterricht und auf das, was ich eben als persönliche Prägung damals mitgebracht habe, dem Islam. Und das waren noch andere Zeiten. Da war der Islam eben kein öffentliches Thema, private. Und das Ausmaß der Diskussion um und über Religion lag im Grunde in der persönlichen Neugier der Betroffenen, wie intensiv das gepflegt worden ist. Und wie gesagt, da hatte ich einen sehr guten Lehrer, der sehr aufgeschlossen war für die Thematik und das auch in vielen privaten Gesprächen, aber eben auch im Unterricht gern mit eingebunden hat. Das war also eine sehr positive Erfahrung von mir, was Religion im Kontakt zum öffentlichen Raum sozusagen auch ausmachen kann. Ich habe dann tatsächlich, als es Richtung Abitur ging, für diese Altersgruppe typisch, die Frage natürlich mit mir getragen, was machst du danach? Also wohin soll es beruflich gehen? Ich erinnere mich an eine Szene noch, da war ich ein paar Jahre jünger, ich glaube, das war noch kurz vor der Oberstufe, als mein Vater mich eines Nachts mitnahm, weil ich so neugierig war, was er denn in der Fabrik so macht. Und damals musste die Frühschicht oder die Spätschicht für die Frühschicht die Heizöfen, also die Schmelzöfen noch anfeuern. Und er musste dann eben abends nochmal in die Fabrik und diese Anfeuermaßnahmen da erledigen. Und ich habe ihn dann begleitet. Müsste da, glaube ich, 14 oder 15 gewesen sein, soweit ich mich erinnere. Und der Pförtner fragte dann, Mensch, Keimann, wen hast du denn da mitgebracht? Soll der hier auch anfangen? Sucht er nach einem Job hier? Und mein Vater sagte, nein, nein, der will sich angucken, warum er in der Schule fleißig sein muss und nicht hier mit mir weiterarbeitet. Und deshalb hatte ich eben die Chance, aufgrund guter schulischer Leistung eine akademische Laufbahn einzuschlagen und keine Berufsausbildung zu machen. Wobei das Erstere natürlich auch keine Abwertung darstellen soll. Meine Schwester hat sehr erfolgreich eine Berufsausbildung absolviert und auch da Karriere gemacht. Also das ist keine Wertung, aber ich hatte immer schon Interesse daran, mich in bestimmte Themen zu vertiefen. Und deshalb war für mich klar, ich möchte studieren und nicht unbedingt diese praktische Laufbahn einschlagen. Und was will ich studieren? Es sind diese klassischen Berufsfelder in Migrantenfamilien, die ein hohes Ansehen immer haben. Arzt, Anwalt, Ingenieur. Arzt kam für mich nicht in Frage, obwohl ich das sehr spannend fand, aber ich konnte weder Blut noch Wunden sehen und dachte mir, das ist keine gute Konstellation für eine ärztliche, medizinische Laufbahn. Und Ingenieur, wie gesagt, mein sprachliches, geisteswissenschaftliches Interesse war größer als das naturwissenschaftliche. Das hatte ich dann in dieser Konstellation Deutsch-Biologie sehr schnell erfahren, wo mein Herz eher schlägt. Und deshalb war ich auch immer daran interessiert, wie eine Gesellschaft funktioniert, nach welchen Spielregeln eine Gesellschaft funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, als Kind der Gastarbeitergeneration hat man es schwer bei einigen Spielregeln. Entweder ändern die sich im Laufe der Zeit oder bestimmte Menschen halten sich nicht an die Spielregeln, weil es aufgrund von gesellschaftlichen Machtgefällen eben dazu kommt, dass andere intensiver über solche Spielregeln befinden können als diejenigen, die sie oder nach denen sie dann eben leben müssen. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein Feld, wo ich mit dafür streiten kann, dass sich eben solche Spielregeln eben ändern zugunsten von benachteiligten Menschen oder dass sie eingehalten werden zum Schutz von benachteiligten Menschen. Und eben dieses klassische Streiten für Gerechtigkeit und Recht, dass das nicht das Gleiche ist, das habe ich dann sehr schnell in der beruflichen Praxis erfahren und während der Ausbildungen an der Universität, während des Studiums. Aber das hat mich immer begeistert und dem wollte ich nachgehen und deshalb habe ich mich dann eben für Rechtswissenschaften entschieden und muss sagen, dass das natürlich streng betrachtet nicht unbedingt ein wissenschaftliches Studium ist, sondern das sind dann eben eher konkrete fachliche Studien, die man dort betreibt. Man forscht da im Grunde nicht intensiv. Also das, was als Forschungsarbeit im Feld der Rechtswissenschaften beschrieben wird, das wird, glaube ich, von Naturwissenschaftlern immer belächelt und ich glaube auch zum größten Teil zu Recht. Es gibt vielleicht
wenige an einer Hand abzielbare wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Arbeiten im Feld der Rechtswissenschaft, die bahnbrechend waren oder den Blick auf angewandtes Recht verändert haben. Und deshalb hatte das für mich eben nicht nur den Charakter eines Studiums, sondern eben auch einer Vorbereitung auf die Lebenswelt, auf die Lebenswirklichkeit, um eben für oder gegen bestimmte Dinge zu streiten. Und diese Streitlust hat sich bei mir, glaube ich, erhalten. Und ich erinnere mich an eine Tragetasche, die man im Studium dann bekam, die, glaube ich, gesponsert worden war vom Deutschen Anwaltsverein, erinnere ich, glaube ich, noch, wo dann halt so ein paar Utensilien für Studienanfänger drin waren. Und auf dieser Tragetasche stand: Ich habe immer Recht, Ausrufezeichen. Und das war etwas, was ich sehr charmant fand. Und mir ist klar, dass das nicht immer sehr sympathisch ankommt, aber ich glaube, so eine Haltung muss man sich als Jurist auch ein Stück weit zulegen, um auch aus Überzeugung für Positionen streiten zu können. Ich meine, vielleicht, wenn wir da so eine Brücke schlagen können, ich weiß nicht wann, ich meine, bei den meisten Menschen, die jetzt einen muslimischen Hintergrund haben, gibt es ja oft so einen bestimmten Moment, den man das ganze Leben lang nicht vergisst, dass man sich seiner eigenen, sagen wir mal, muslimischen Identität plötzlich sehr bewusst wird. Bei manchen ist das in der Kindheit, manchen in der Jugend, manche erst im Studium, bei manchen war es dann der 11. September, ganz unterschiedlich. Wie war das bei Ihnen ein Stück weit? Gab es oder sind Sie dann einfach kontinuierlich auch muslimisch erzogen worden? Oder gab es nur einen Moment, wo Sie gemerkt haben, oh, also vielleicht auch mit Stück weit Gerechtigkeit, das finde ich nicht in Ordnung. Da muss ich jetzt mal meine Stimme erheben. Da muss ich jetzt auch mal was mich beteiligen daran. Also es war bei mir, glaube ich, kein Schlüsselmoment, der so prägend oder weichenstellend bei mir etwas verändert hat. Das waren eher viele verschiedene Momente im Laufe der Kindheit und der Jugend. Ich habe, wie gesagt, Eltern, die nicht akademisch geschult waren, aber eine hohe Lebensklugheit und Lebensbildung mitgebracht haben und die sehr schnell erfasst haben, dass es wichtig ist, sich zu bilden und dass Bildung eben eine sehr harte Währung ist in der deutschen Gesellschaft. Und sie haben das von Kind auf gefördert, also mit sehr kindgerechten Fibeln, zunächst sehr stark bebildert, dann immer mehr Textanteile, zu ganz unterschiedlichen Sachverhalten. Also zu beispielsweise Märchenerzählungen, Märchenfiguren aus der türkischen Literatur, aber eben auch aus der deutschen Literatur, zu sehr technischen Themen, also so Kinderenzyklopädien und so etwas. Das gab es bei uns immer sehr greifbar, immer präsent auf den Tischen, auf den Regalen. Und das war unsere Freizeitbeschäftigung. Also wir haben selten gemeinsam Fernsehen geguckt, sondern Eltern und Kinder haben sich dann über solche Sachen vertieft, erst vorgelesen durch die Eltern für die Kinder, dann von den Kindern für die Eltern. So konnte ich mir dann auch zu Hause die türkische Sprache sehr schnell aneignen und draußen wurde eben nur Deutsch gesprochen. Und beides lief dann sozusagen parallel, ohne dass ich das negativ beeinflusst hätte. Und meine Eltern haben dann eben auch Religion intensiv zum Inhalt dieser kindgerechten Vermittlung von Lerninhalten gemacht. Obwohl ich sagen muss, dass wir eine sehr ausgesprochen säkular-republikanische Familie waren. Sowohl meine Kernfamilie als auch die Verwandtschaft mütterlicher und väterlicherseits in der Türkei, die wir natürlich jedes Jahr besucht haben in den Schulferien. Daran erinnert man sich ja intensiver als an die vorschulische Zeit. Und ich habe sehr schnell begriffen, dass ich in einer Familie groß werde, die Religion zwar wertschätzt als ein Element oder ein Fundament der Geborgenheit, der Hoffnung, dass Religion als etwas Trostspendendes wahrgenommen wird, das dann auch rituell zelebriert wird zu Anlässen, wie beispielsweise eben den Feiertagen, uns allen jetzt nochmal am letzten Ramadan-Tag ein gesegnetes Fest. Aber dass zum Beispiel, das habe ich auch schnell bemerkt, mein Vater oder mein Großvater oder meine Onkels eben nicht mal zum Freitagsgebet regelmäßig gegangen sind. Also ich bin in einer Familie groß geworden, die im Grunde das verkörpert hat, was in den 70er, 80er Jahren das laizistische Regime in der Türkei als Ideal wahrgenommen hat. Religion als Antiserum gegen den Kommunismus, so ein Stück weit ein bisschen religiös eingeträufelt, dass man stabil genug ist, eben diesen ganz atheistischen Ideologien nicht zu verfallen, aber bitteschön nicht zu intensiv, damit man dann nicht wieder vom laizistischen Weg abkommt. Also man hätte sich, glaube ich, keine schönere säkulare Vorbildfamilie wünschen können aus dieser politischen Perspektive als mein familiäres Umfeld.
hat aber bei mir eben zu einem größeren Interesse an Religion geführt, weil die älteren Mitglieder der Familie durchaus noch Elemente dieser alltäglichen Religionspraxis gepflegt haben. Beispielsweise meine Großmutter väterlicherseits, soweit ich mich noch erinnern kann, täglich das Gebet zu Hause verrichtet hat. Oder ein Onkel, auch väterlicherseits, eben beispielsweise die Tesbih ständig in der Hand hatte und dann auch so Rezitationen im Tagesverlauf vorgenommen hat. Das waren also so Momente, wo ich das Gefühl hatte, da bricht so ein bisschen Religion in den Alltag hinein, als es sonst üblicherweise nicht der Fall war. Und dann natürlich der Kontrast an Feiertagen in der Türkei und in Deutschland, wie sich dann eben religiöse Praxis dort auslebt. Das waren ganz feste Einheiten, obwohl, wie gesagt, mein Vater nie zum Freitagsgebet gegangen ist, hat er mich immer zu den Feiertagsgebeten in die Moschee mitgenommen. Und ich war also viele Jahre lang in meiner Jugend ein U-Boot-Moslem, der nur zweimal aufgetaucht ist im Jahr in der Moscheegemeinde, nämlich zu Ramadan und zum Opferfest. Und diese Berührungspunkte haben aber bei mir die Neugier geweckt und das Interesse geweckt, weil ich gespürt habe, irgendwie ist da was anders als das, was das andere Umfeld, das deutsche Umfeld eben macht, das christliche Umfeld. Ich bin zum Beispiel in einer, daran habe ich aber nur sehr dunkle Erinnerungen, katholischen Spielgruppe groß geworden, als ich noch im Vorschulalter war. Und da war es das Ritual, dass man vor dem Mittagsgebet, glaube ich, immer in die angeschlossene Kapelle ging und gebetet hat mit den Kindern. Und als ich meine Eltern gefragt habe, was da passiert und ob ich daran irgendwie teilnehmen soll, hieß es, ja, das ist eigentlich was Schönes, aber wir machen das anders. Du faltest nicht die Hände vor der Brust, sondern du hältst sie eben offen nach oben mit den Handflächen und wir bringen dir jetzt ein paar Gebete bei, die du dann aufsagen kannst, wenn die anderen das beten, was für sie richtig ist. Und so hat also meine Familie auch sehr schnell begriffen, dass Religion, auch wenn sie das selber in ihrer Lebenspraxis eben nicht so intensiv gepflegt haben, doch wichtig war zu erhalten, um auch ein Stück weit kulturelle Identität zu pflegen. Mhm. Und deshalb hat eben über diese vielen verteilten Momente über Kindheit und Jugend das Interesse an Religion immer wahrgenommen, stärker zugenommen. Und meine Erfahrung eben zum Beispiel mit dem evangelischen Religionsunterricht an der Schule hat wiederum das Interesse an der eigenen Religion wieder befeuert. Also ich wusste dann sehr intensiv, auch was so exegetische Arbeit anbelangt, also die Arbeit mit Offenbarungsschriften oder eben heiligen Schriften anbelangt, wie das im evangelischen Religionsunterricht funktioniert. Und das war dann für mich sozusagen die spiegelverkehrte Situation, was machst du mit deinem Text, der dir anvertraut und dir offenbart ist. Und das Interesse daran hat immer mehr zugenommen und meine Familie war aufgeschlossen genug, das zu fördern. Immer mit einem zwinkernden Auge, mal schauen, wohin der Junge jetzt abdriftet, ob er sich einen Bart stehen lässt und Plumphosen trägt und so weiter. Also dieser säkulare Blick auf den traditionellen Muslim, der hat dann immer so ein bisschen mitgeschwungen in der Situation. Aber sie waren, wie gesagt, sehr offen. Und haben mit vielen Büchern und Veranstaltungen, die ich besuchen durfte, das gefördert. Interessanterweise erinnere ich mich auch an einen moscheegemeindlichen Erfahrungsmoment in meiner frühen Kindheit, als dieses Interesse dann so groß wurde, dass die Familie entscheiden sollte, ob ich zum Koranunterricht gehe oder nicht, in der Moscheegemeinde in Lübeck. Ich erinnere mich, dass mein Besuch genau einen Tag gedauert hat. Weil der Imam, ich erinnere mich weder an sein Gesicht noch an den Namen, aber an diese Gestalt, die dann um die Kinder herum, die so im Viereck saßen, herumschlich und bei Rezitationsfehlern mit dem Stock auf den Boden und manchmal auch auf die Kinder schlug. Und das war weder für meine Familie noch für mich akzeptabel, dass etwas, was man eben als schön und mit Neugier versucht, sich zu erschließen, eben diesen Moment der Gewalt noch mit drin hat. Also bei uns wurde zu Hause nicht geschlagen und dann soll das bitte auch der Imam nicht tun in der Moschee. Und deshalb war das ein sehr kurzer Moment. Und ich habe da auch begriffen, dass Religion etwas sehr Schönes sein kann, aber auch dazu dienen kann, eben solche Gewaltverhältnisse oder Machtverhältnisse zu stützen und zu fördern. Natürlich in einer sehr kindlichen Sphäre damals noch, aber das war so ein Moment, der mich auch begleitet hat. Ich bin bis heute nicht vergessen, das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass er prägend gewesen ist. Aber wie gesagt, das Interesse an Text, an Inhalten war dann immer größer. Und natürlich stellt sich irgendwann die Frage der Glaubwürdigkeit. Also man muss sich entscheiden, ob das, was einem beigebracht wird,
und glaubwürdig ist für einen und warum es glaubwürdiger ist als das, was anderen beigebracht wird. Die eigene Geschichte ist für alle ja immer ganz schlüssig und ganz natürlich glaubwürdig und alle anderen glauben irgendwelchen Märchenunsinn. Also das ist natürlich etwas, was sehr menschlich ist, die Glaubwürdigkeit des anderen in Frage zu stellen, aber an der eigenen überhaupt nicht zu rütteln. Und das fand ich so spannend an unserer Religion, dass es eben nicht nur etwas ist, was einem beigebracht wird, anerzogen wird, sondern dass es von dir verlangt, irgendwann in deinem Leben, das wird bei uns auch nicht gefeiert oder sowas, das wundert mich manchmal, aber von dir verlangt, ganz bewusst ein Glaubensbekenntnis abzugeben. Nicht unbedingt vor anderen, aber zumindest vor einem selbst, dass man die Glaubensformel, die Shahada, spricht, sich also das Textwissen angeeignet hat, was es bedeutet und von Herzen daran glaubt, überzeugt davon ist, dass das zutrifft, dass das glaubwürdig ist. Das muss man ja irgendwann tun für sich. Menschen, die neu zum Islam kommen, die haben dann ein rituelles Erlebnis in der Gemeinde, wo sie tun und dann sind sie Muslime. Bei uns, die als Muslime in Anführungsstrichen geboren werden, oder das gilt ja eigentlich für alle Menschen, wenn man das theologisch auslegt, aber die in einem muslimischen Umfeld groß werden, also wo der Islam etwas Normales in der Lebenswirklichkeit ist, die mit diesen Inhalten groß werden, für die gibt es diesen Schlüsselmoment eigentlich nicht. Die glauben oder glauben nicht, aber diese bewusste Auseinandersetzung und die Entscheidung, ja, ich halte das für glaubwürdig und ich nehme das an, das gibt es häufig nicht. Und ich fand das sehr faszinierend, dass das für uns aber verbindlich ist. Und das hat meine Annahme des Glaubens und die Entscheidung, nach diesem Glauben zu leben, eben sehr gefördert. Und alles, was danach kam, alle weiteren Texte, alle weiteren Inhalte, hatten für mich immer den Maßstab, in welchem Umfang kannst du deine Lebenswirklichkeit verbessern und in welchem Umfang hat es Einfluss, deine Lebenswirklichkeit zu verbessern. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld. Und das ist das, was mich bis heute, trotz vieler negativer Erlebnisse und Enttäuschungen, die man eben auch in der muslimischen Gemeinde erfährt, am Glauben hat festhalten lassen, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass der Islam als Offenbarungsinhalt ganz wesentlich zum Zweck hat, das individuelle Gefühl für einen selber zufrieden, glücklich und friedvoll zu sein, also zufrieden im Sinne von auch friedlich und einvernehmlich, harmonisch mit sich selbst zu sein und gleichzeitig diese Friedfertigkeit, Zufriedenheit und das Glück im Umfeld einer jeden Person, also in der Allgemeinheit, die ihn umgibt, zu fördern. Also diese Dialektik oder dieses Dialektische, was ja eigentlich im Grunde jedes Glaubensritual und jede Glaubenspflicht beinhaltet. Das Gebet hat seinen individuellen Aspekt, aber auch den kollektiven. Das Fasten hat eine individuelle Bedeutung, aber eben auch eine kollektive. Die Zakat hat eine individuelle Funktion, aber eben auch eine gemeinschaftliche. Selbst die Hajj hat einen individuellen Moment für jeden selbst, wenn er eben die Tawaf verrichtet oder am Berg Arafat steht, aber eben auch eine kollektive. Also all diese Erlebnisse, die Wirkungen meines Glaubens für mich, aber eben auch für die Allgemeinheit, egal ob die muslimisch ist oder nicht, dass das eben etwas ist, was positiv wirken will und verbessern will, sowohl mein Leben als auch das der anderen. Das war für mich immer der Maßstab, ob ich etwas, was als islamisch vorgelebt oder gepredigt worden ist, für glaubwürdig befunden habe oder nicht. Und mir in meinem Leben mit einvernehmen wollte oder eben nicht. Also und vielleicht dann, kurz ja. An der Stelle, weil das, da greife ich zwar jetzt vor, da sind wir jetzt in dem Zeitstrahl noch nicht ganz genau in Ihrem Leben, aber das erste Mal, wo ich Sie kennenlernen durfte, das war bei der Talkshow Maischberger im Jahr 2016, das war nach der Silvesternacht in Köln. Da, da haben Sie sich gestellt in dieser wunderschönen Gesprächsrunde mit Alice Schwarzer. Und ich weiß noch, wie das in Köln passiert ist, habe ich mir wirklich gedacht, ich bin jetzt wirklich gespannt, wer von den muslimischen Verbänden oder überhaupt Muslime sich trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und mal hier einfach einen klaren Standpunkt zu vertreten. Und das hat mich schon fast ein bisschen nervös gemacht. Und ich kannte Sie bisher davor noch gar nicht. Und ich meine, also das Gespräch ist vielleicht eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, wie da auch Alice Schwarzer also unglaublich reißerisch und polemisch ist. Und Sie haben mich damals wirklich nachhaltig beeindruckt,
wie ruhig sie geblieben sind, wie sachlich sie geblieben sind und auch wie differenziert sie die Punkte genannt haben. Und gleich noch dieser freundliche Umgang miteinander. Also da war ich, habe ich mir echt gedacht, boah, also da hat jetzt DTIP wirklich jemanden an der Hand, der eine Arbeit leistet oder auch eine sagen wir mal, ein Stück weit auch repräsentiert, was ich bisher noch nicht so in der Art vielleicht auch gesehen hatte. Also da haben sie, glaube ich, viele beeindruckt damit, mit ihrem Auftreten. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch heute auf den Titel schaut, den wir gewählt haben, den haben wir so ein bisschen genannt, Aufrichtigkeit im öffentlichen Diskurs. Und was mir damals in dem Gespräch schon aufgefallen ist, dass das, was sie gesagt haben, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch, aber dass sie das wirklich so empfunden haben, dass es nicht nur eine reine Rhetorik war von ihrer Seite, sondern dass sie auch als Person hinter ihren Argumenten eigentlich standen. Und vielleicht da jetzt ein bisschen die Brücke auch zu schließen auf ihre Lebensentwicklung hin. Ich meine, man sieht es ja manchmal bei Anwälten so, diese Geschichte, wenn sie Rechtswissenschaften studieren, von der Rhetorik her oder wie man manche Argumente benutzt, das ist klar. Aber ich habe schon auch bei Ihnen das Gefühl, dass diese Aufrichtigkeit, was ich sage, also dass ich eigentlich fast nur das sagen kann, von dem ich wirklich überzeugt bin. Also das ist, glaube ich, was, wo bei Ihnen sehr, ja, so offensichtlich ist oder was Sie auch einfach eine gewisse Ausstrahlung auch haben. Wo meinen Sie, kommt dieser, sagen wir mal, ja, es ist ja schon auch ein bisschen ein Charakter von Ihnen, wo das bei Ihnen herkommt oder was da so ein bisschen die Quelle ist. Hat Sie da das Studium sehr beeinflusst oder liegen da schon diese Ursprünge wesentlich früher? Ich freue mich, dass ich Ihnen so positiv in Erinnerung geblieben bin mit diesem Auftritt. Ich weiß, dass die Presse teilweise im Anschluss geschrieben hat, es sei ein Gast anwesend gewesen, und damit war ich gemeint, der nerviger war als alles Schwarzer. Und das ist ja immerhin eine Leistung. Also die Wahrnehmungen waren wahrscheinlich ambivalent, wie das häufig so ist. Aber ich habe natürlich auch in dem Moment versucht, für etwas zu streiten, von dem ich überzeugt gewesen bin. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Ich bin der Überzeugung, dass langfristig die Wahrheit nie so viel Schaden anrichten kann wie eine Lüge oder eine Halbwahrheit oder etwas Geschöntes. Und deshalb ist es wichtig, und das war immer mein Grundsatz auch, sowohl während meiner anwaltlichen Tätigkeit, wo man ja ohnehin eine Wahrheitspflicht hat im Zivilrecht sowieso, und ich habe auch im Strafrecht, wenn ich solche Mandate hatte, das Recht des Angeklagten zu lügen nie offensiv angewandt, sozusagen. Ich habe natürlich darauf hingewiesen, dass es diese Möglichkeit gibt für jemanden, dass er entweder schweigt, wenn er eben nichts Positives sagen kann, oder auch etwas eben erfinden darf zu seinen Gunsten in einer solchen Situation. Aber das war nie meine Strategie, wie ich versucht habe, Fälle zu gewinnen. Und ich bin, das ist eben auch die religiöse Prägung, das ist aber auch meine familiäre Erfahrung, wie ich meine Eltern erlebt habe im täglichen Umgang mit uns und untereinander, dass es wichtig im Leben ist, egal auch wenn es scheinbar kurzfristig negative Konsequenzen hat, bei der Wahrheit zu bleiben und für das zu streiten, was man als wahr empfindet und überzeugt ist. Und dass das auf lange Sicht eben die Prüfung ist, die wir zu bestehen haben, dass wenn eben auch das, was wahr ist, uns scheinbar schadet, möglicherweise langfristig einen größeren Segen in sich birgt als der schnelle Vorteil, den man sich vielleicht durch etwas verspricht, was von dem Pfad der Wahrheit abkommt. So habe ich zum Beispiel auch den Begriff des Sirat al-Mustaqim, des geraden Weges, ja, jedes Mal beim Gebet rezitieren, immer empfunden. Dass also alles, was wir mit der Fatiha beispielsweise rezitieren im Gebet, einen Sinn und Zweck hat, uns jeden Tag zu ermahnen, dass das eben nicht rein zufällig der Vers ist, den wir beim Gebet rezitieren. Und dieser gerade Pfad wird an einer anderen Stelle im Koran beschrieben. Da stellt eben die Offenbarungsschrift, die rhetorische Frage, die sie dann anschließend gleich beantwortet. Was ist denn der Pfad, der rechte Pfad der steinige und steile Pfad, den man heraufstürmen soll? Und das ist eben, dort wird es dann bildlich beschrieben, die Ketten eines Gefesselten zu lösen. Also für die Freiheit zu streiten. Und ich empfinde solche Tugenden wie Freiheit und Wahrheit als etwas, was den Sinn und Zweck unseres Glaubens ausmacht.
Also das, was häufig als fünf Säulen beschrieben wird, wenn man gefragt wird, was ist denn Islam? Das ist ja eigentlich nur die Beschreibung unserer Religionspraxis. Also wie wir unseren Glauben leben und nicht das, wovon wir überzeugt sind, woran wir glauben. Das müssen wir anders definieren. Und ich glaube, dass das eben sehr viel damit hat, für die Wahrheit zu streiten. Wenn wir davon überzeugt sind, dass das, was uns offenbart ist, eben die Wahrheit ist. Und das war immer mein Antrieb, sowohl im beruflichen Werdegang als auch in solchen Momenten, wo man eben mit Nichtwissen, mit Halbwissen oder mit auch negativen Anwürfen zu tun hat und konfrontiert ist, dass es nichts bringt, auszuweichen oder zu relativieren oder zu verharmlosen oder zu beschönigen, sondern dass man eben wahrhaftig sein muss in seiner Position, auch wenn das bedeutet, Fehler einzugestehen, Probleme zu benennen, Defizite deutlich zu machen, die es auch in unserer Gemeinschaft natürlich gibt. Wir sind alle unvollkommen, wir sind alle menschliche Geschöpfe mit Fehlern und Makeln und auch unsere Strukturen und unsere Gemeinden, unsere organisatorische Arbeit ist mit solchen Fehlern und Defiziten durchzogen und es bringt nichts, diese zu verschweigen, weil dann verbessert sich nichts. Und es bringt nichts, sie zu beschönigen, weil man dann leugnet, was im Negativen ja auch Wahrheit ist. Und man muss eher dafür streiten, das klar zu benennen, es zu analysieren, es freizulegen, es sichtbar zu machen und sich dann die Frage zu stellen, wie kann ich das für mich und für die Allgemeinheit verbessern? Also kurz an der Stelle. Oh, entschuldige, Ali Abi. Ja. Ich möchte vielleicht nochmal auf deinen beruflichen Werdegang ein bisschen zurückkommen. Du warst ja im Studium, danach warst du Jurist bis 2013. Was mich interessiert, ob du schon während deines Studiums und auch während deiner beruflichen Tätigkeit in islamischen Gemeinden aktiv war und wie du dann dazu gekommen bist, 2014 praktisch in den DITIB-Bundesvorstand zu kommen und dort praktisch tätig zu sein. Du hast ja dann praktisch den Job geschmissen gewissermaßen. Warst du dann hauptamtlich dort tätig? Wie kam das letztendlich, dass du 3 Jahre lang im DITIB-Vorstand warst? Ja, und wie kam es dann auch zum Bruch? Ja, es ist tatsächlich so, dass, und das ist ja das Schöne an unserer Religion, aber auch gleichzeitig das Gefährliche, dass jeder einen sehr individuellen Bezug zu seiner Religion hat. Also mit all den Vorschädigungen, die seine Biografie und seine berufliche Ausbildung auch mitbringen, auf seine Religion blickt. Man ist ja ein Individuum, das eben vielseitig geprägt ist. Und beispielsweise die Beobachtung, dass viele extremistische Ideologen eher aus diesen technischen Berufen kommen, also Mediziner oder Ingenieure gewesen sind, scheint ein Anzeichen dafür zu sein, dass unsere Religion nicht dafür geeignet ist, rein technisch, pragmatisch begriffen zu werden und ausgelegt zu werden, sondern dass es noch eine empathische, geistige Komponente bedarf. Man sich also aus dem Islam nicht wie einem Werkzeugkasten eines Ingenieurs bedienen kann, um auf bestimmte Probleme eine Antwort zu finden. Genauso ist natürlich der Blick eines Juristen auf unsere Religion limitiert und geprägt von seinen Beschränkungen und Defiziten. Aber die islamische Theologie hat ja durchaus diese Komponente auch der rechtlichen, normativen Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten. Wenn man sich beispielsweise die Fiqh-Disziplin anschaut, dass man eben versucht, eine Antwort darauf zu finden, wie in der Zeit nach der Offenbarung, nach dem Tod des letzten Propheten, eine Gemeinschaft für sich neue Normen setzen darf und kann, was die Maßstäbe sein sollen. Ja, also der Koran oder die Sunna kennt keine Abwassergebührenordnung oder keine Straßenverkehrsordnung, weil es diese Inhalte eben noch nicht zu regeln gab damals. Aber unsere Gesellschaft produziert immer neue Inhalte, die man irgendwie regeln muss, damit das Zusammenleben funktioniert. Und nach welchen Maßstäben dürfen Verbote, Gebote gesetzt werden in einer solchen Gesellschaft? Also dieses juristische Denken habe ich immer als sehr affin und zugänglich für eine islamische Persönlichkeit, eine muslimische Persönlichkeit wahrgenommen. Und deshalb habe ich mich auch während meiner beruflichen Laufbahn immer mit Religion und meinem Glauben beschäftigt. Und es gab dann tatsächlich einen Schlüsselmoment, der eine wesentliche Frage gestellt hat. Das war der Anschlag in New York auf das World Trade Center 2001, der 11. September, wo ich schnell verstanden habe,
die Zeit, wo Religion Privatsache war, für mich und für Interessierte am Islam, die ist jetzt schlagartig vorbei. Islam wird ab jetzt ein öffentliches Thema sein. Und die Gefahr, die von Muslimen ausgeht. Und die Antwort auf die Frage, woher kommt diese Gefahr, dass die dann mit dem Islam, mit dem Koran argumentieren wird, das war mir auch sehr schnell klar. Und da hat sich für mich die Frage gestellt, was machst du mit dieser Herausforderung? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du nein, ich verweigere mich diesem ganzen Diskurs und auch der Erwartung eines Diskurses, sondern ziehe mich für mich zurück und sage weiterhin, Religion ist für mich Privatsache und hat im öffentlichen Raum in keinem eine Bedeutung oder ein Gehalt, der diskursiv irgendwie bearbeitet werden müsste. Das hat mir offen gesagt nicht behagt, weil ich das Gefühl hatte, in der ersten Phase, als die Debatten losgingen, dass es eine große Überforderung auf Seiten unserer Gemeinden gab, weil man bis dahin eben noch sehr typisch die von der ersten Gründergeneration geprägten Moscheegemeinden war, die diesen Übergang vom Provisorischen ins Kontinuierliche erst noch im Bewältigen waren. Und dass sie auch aufgrund der sprachlichen Barrieren und aufgrund der argumentativen Schwierigkeiten eben vielleicht auch so etwas wie Beistand brauchen. Und das ist dann sozusagen der anwaltliche Reflex zu sagen, ich habe da möglicherweise einen Mandanten, für den ich streiten kann, für den es sich lohnt zu streiten, weil er im Recht ist. So war mein Empfinden. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, tatsächlich offensiv auf eine Gemeinde in Lübeck, meiner Heimatstadt, zuzugehen, die ich eben bis dahin nur aus den zweimal Auftauchmomenten im Jahr kennengelernt hatte. Und ich sage das jetzt mal so ganz offen. Die Entscheidung und die Betrachtung eines jeden mag da abweichen. Für mich war klar, es gibt drei Moscheen in Lübeck von drei großen Verbänden. Die eine habe ich als sehr politisch-ideologisch gefärbt wahrgenommen. Habe gesagt, okay, da werde ich nicht glücklich mit meiner Natur und die mit mir auch nicht. Dann habe ich die andere Gemeinde mir angeschaut und habe gesagt, Mensch, die sind sehr intensiv von einem Gründergedanken, von einem Gemeinschaftsgedanken geprägt, der mir nicht so ganz behagt. Der ist mir zu exklusiv, da will ich auch nicht hin. Ich bin eher für etwas, was eben für alle offen ist. Auch für diese U-Boot-Muslime, von denen ich ja einer war. Und damals, muss ich sagen, war das eines der Charakteristika der DITIB-Gemeinden, dass man offen für alle war. Dass es keine Gesinnungsprüfung gab, dass es keine Einlasskontrolle gab im ideologischen Sinn, sondern dass man gesagt hat, hier kann jeder kommen und jeder kann sich wohlfühlen. Auch wenn er nur zweimal im Jahr kommt, wird er nicht gefragt, warum er nicht häufiger kommt oder es wird nicht an seinem Glauben oder an seiner Frömmigkeit gezweifelt. Man freut sich über jeden, der kommt. Das war meine Wahrnehmung. Und deshalb war schnell für mich klar, ich werde dort an die Tür klopfen und sagen, hier ist euer Bruder und ich versuche, mich intensiver am Gemeindeleben zu beteiligen und stehe euch zur Verfügung, zu helfen, wo ich kann, wenn das gewünscht ist. Und so kam der Kontakt zustande und wie das Schicksal so will, war die DITIB-Gemeinde in Lübeck gerade dabei, eine klassische Hinterhofmoschee zu schließen, also ein Vereinsraum, der wirklich auf einem Hinterhofparkplatz angesiedelt war und den man nur erreichen konnte, wenn man an einem Sexshop vorbeiging. Und das war nicht unbedingt die ideale Location, meiner Ansicht nach, für eine Moscheegemeinde. Und die war gerade eben darin begriffen, von diesem kleinen, sehr wenig einladenden Raum in einen sehr repräsentativen Raum im Zentrum der Lübecker Altstadt zu ziehen. Das war das damalige AOK-Gebäude, also der Krankenkasse in Lübeck, der Zentrale. Ein sehr großer Raum, ein großer Gebäudekomplex mitten in der Altstadt. Und die Lage in Lübeck, also jeder, der die Stadt nicht kennt, ist ja geprägt mit dieser historischen Altstadt und den sieben Türmen. Also dass die Innenstadtkirchen einen sehr prägenden, aber eben auch das Gemeindeleben, das Gemeinschaftsleben in Lübeck prägenden Einfluss hatten. Und mir war klar, wenn man an so eine Location zieht, dann ist man im Fokus der Öffentlichkeit, gerade jetzt, zu diesen Zeiten. Und auch wenn es da noch im Bau befindlich ist, klopft da immer mehr Besucher an die Tür und wollen wissen, was macht ihr hier, was seid ihr für welche und muss ich Angst haben, um es mal salopp zu formulieren. Und deshalb war das so eine schicksalhafte Fügung,
gerade in einem solchen Prozess dort mit einzusteigen und Hilfe anzubieten, die sehr bereitwillig dann eben angenommen worden ist. Und für mich die Gelegenheit war, mich intensiver auch an einem Gemeindeleben zu beteiligen. Und das hat sich gegenseitig so bereichert. Das war mein Gefühl, trotz aller Nicklichkeiten, die es so im Verein ja auch gibt. Die kennt ja jeder. Aber das war eine sehr schöne Zeit, trotz großer Herausforderungen von 2001 bis 2013, als ich dann nach Köln gezogen bin oder Anfang 2014. Ich bin dann Mitglied im Verein geworden, und als 2009 die Landesverbände gegründet worden sind von der DITIB, gab es wohl die Anfrage an die großen Moscheegemeinden in den Bundesländern, in den jeweiligen: Wer ist bei euch so in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv? Wer macht dieses deutschsprachige Programm bei euch in der Moschee? Wer kümmert sich um deutschsprachige Gäste? Gibt es irgendjemanden, der euch auffällt, der das ganz gut macht bei euch? Und wahrscheinlich muss irgendjemand aus meinem Verein dann, meinem Heimatverein in Lübeck, dann gesagt haben: Ja, da läuft hier so ein Keimann bei uns rum, der macht das eigentlich ganz anständig und der führt den Dialog mit den Kirchen und der Stadt ganz gut. Und wir haben ihn eben als positiven Menschen erlebt und den könnten wir euch empfehlen. So stelle ich mir das mal vor. Deshalb gab es dann die Einladung, an diesen Gründungsgesprächen des Landesverbandes in Schleswig-Holstein und in Hamburg teilzunehmen. Damals hatte ich noch zwei Kanzleien, einen Stammsitz in Lübeck und dann eine Zweigstelle in Hamburg. Deshalb eben auch der Kontakt in beide Landesverbände hinein. Und als dann, wie gesagt, 2009 die Landesverbände gegründet worden sind, bin ich dann auch in den Vorstand, in den Gründungsvorstand des Landesverbandes Hamburg eingestiegen, weil dort der Bedarf nach juristischer Beratung auch größer war als in Schleswig-Holstein, weil zu der Zeit die Gespräche mit der Hamburger Bürgerschaft und dem Hamburger Senat zu diesem Staatsvertrag, der dann nachher abgeschlossen worden ist, ob man den wirklich so nennen kann, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass das juristisch auch sowas wie ein intrakommunaler Staatsvertrag gewesen ist. Auf jeden Fall diese Vereinbarung zwischen dem Stadtstaat Hamburg und den muslimischen Gemeinden, wie man sich gegenseitig wertschätzt und zusammenarbeiten möchte, der war dort in dieser Verhandlungsphase fortgeschritten. Und man hat wohl jemanden auch gebraucht, der da ein bisschen juristisch mithelfen kann. Und deshalb war ich von 2009 bis Ende 2013 eben sehr aktiv auch in der Landesverbandsarbeit der DITIB engagiert. Und das waren dann so Zeiten, wo Begriffe wie Salafismus und Attentate und so weiter die Diskussion um den Islam in Deutschland geprägt haben. Es gab dann auch Veranstaltungen in Berlin, wo eigentlich der Bundesverband zuständig gewesen wäre. Man aber dann gesagt hat: Mensch, wir haben da doch einen in Hamburg, der macht das ganz anständig mit den Hamburger Stadtvertretern und Landesvertretern. Den können wir doch auch mal nach Berlin schicken und der kann uns dann mal berichten, wie die Veranstaltung gelaufen ist. So kam dann der Kontakt zum Bundesverband und irgendwann hat mich dann der Bundesverband angesprochen, ob ich es mir vorstellen kann, aus dem Ehrenamt ins Hauptamt zu wechseln. Also nicht nur freiwillig auf ehrenamtlicher Basis den Landesverband zu unterstützen, sondern eben im Bundesverband hauptberuflich tätig zu sein und diesen zu beraten. Und das war für mich natürlich eine schwierige Frage. Ich war da, als diese Anfrage kam, hatte ich meinen runden Geburtstag, 40, ich bin Jahrgang 73. Und die Kanzlei stand so nach knapp 8, 9 Jahren endlich mal davor, sich zu konsolidieren und auch Gewinn abzuwerfen und so weiter. Und das war natürlich eine große Weichenstellung für mich, zu sagen: All das, was du dir aufgebaut hast, was du als anwaltlicher Gründer in der Selbstständigkeit gemacht hast, das schmeißt du jetzt über Bord und wechselst komplett. Und die Frage war für mich: Was willst du so Gott dir ein langes und gesundes Leben bescheren mag, am Ende deines Lebens für eine Bilanz ziehen? Wie hast du dein Leben verbracht? Womit hast du dein Erwerbsleben verbracht? Wofür hast du gestritten? Was hast du getan? Und da hatte ich das Gefühl, nach gewisser mehrjähriger Erfahrung in der Anwaltstätigkeit, ich will nicht unbedingt zurückschauen und sagen: Ich habe so und so viele Scheidungsfälle erfolgreich bearbeitet, ich habe so und so viele Verkehrsunfälle abgewickelt, ich habe so und so viele Leute vor einer Freiheitsstrafe bewahrt. Das war nicht unbedingt die Bilanz, die ich ziehen wollte, sondern dieses Engagement für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für Menschen, denen ich auch das Gefühl hatte, etwas zu schulden
obwohl ich ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, ich bin typische zweite Gastarbeitergeneration. So typisch war dieser Weg ja in der zweiten Generation nicht unbedingt. Da sind ja viele aufgrund von Ungleichbehandlung im Schulbetrieb auch um eine akademische Laufbahn betrogen worden. Das muss man so ganz hart sagen, weil sprachliche Defizite oftmals als intellektuelle Defizite behandelt worden sind. Vielleicht an der Stelle, das finde ich schon, ja, schon auch wichtig. Sie haben nämlich vielleicht auch kurze Werbung an der Sache für Ihren Podcast Dauernörgler. Da haben Sie in den, ich glaube, in den ersten drei Episoden, die Sie gemacht haben, ist eine über uns oder wir über uns. Und es sind ja Ihre drei Mitstreiter dabei, Engin Karahan und auch Erin Güvencin. Und ich glaube, es war Engin Karahan, wo so beschrieben hat, wie er sie das erste Mal kennengelernt hat. Er war ja, glaube ich, von Millî Görres-Verband war er, glaube ich, oder? Täusche ich mich da jetzt? Engin Karahan, ja. Genau, genau. Und ich fand es so spannend, wie er das so ein bisschen beschrieben hat, dass er auch, also dass sie in seinen Augen auch sehr untypisch waren als eine Person bei DITIB. Und das Interessante ist, wie er das gesagt hat, dachte ich mir, ja, genauso ist es eigentlich auch für mich. Also sie sind auch jetzt mal von der Talkshow abgesehen, aber auch von den Interviews oder woanders im öffentlichen Raum, wenn ich sie habe auftreten sehen, dass sie für mich eigentlich nicht so der typische DITIB-Mann waren. Und was ich da jetzt schon auch, ich weiß gar nicht, inwiefern sie das vielleicht reflektiert haben oder ein Bewusstsein dafür haben, aber warum glauben sie, hat man auch eine Person wie sie gefragt? Weil ich glaube, das, was ich am Anfangs beschrieben habe in dem Interview, dass Ihnen, sagen wir mal, Aufrichtigkeit eine wichtige Sache ist, dann muss doch eigentlich auch den Leuten, die Sie gekannt haben oder die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, relativ früh bewusst gewesen sein, okay, wir holen uns jetzt hier jemanden ins Boot, der sicherlich nicht nur nach außen Kritik übt, sondern hundertprozentig auch nach innen Kritik üben wird. Also das würde mich sehr interessieren. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Ja, es ist ja, also an sich bedauerlich, missverstehen Sie mich da jetzt nicht, dass Sie das als Kompliment meinen. Also nicht typischer DITIB-Mann zu sein. Ja, Alleine das ist ja schon ein Denkanstoß für den Gesamtverband, darüber Gedanken zu machen, warum das als Kompliment formuliert wird. Das stimmt mich wirklich traurig, denn ich habe ja beschrieben, warum ich mich in meiner Heimatgemeinde für die DITIB-Moschee entschieden habe. Weil ich eine persönliche Erfahrung und Beobachtung und Wahrnehmung damit verbunden habe, was Offenheit und Transparenz und das Willkommenheißen ganz vielfältiger Arten von Muslimen anbelangt. Das war etwas, was mir wichtig war. Und mir war wichtig, dass der Streit für die Sache der Muslime in Deutschland etwas ist, was nicht ideologisch gefärbt sein darf. Also weder nationalistische Elemente haben darf, noch politische Elemente haben darf, sondern streng und strikt an der Sache orientiert zum Ziel haben muss, wie kann ich die Lebenswirklichkeit eines jeden einzelnen Muslims, einer jeden einzelnen Muslimin, wie auch der Gemeinschaft an sich, sei es in einem Moscheeverein oder sei es die gesamte Community in Deutschland, verbessern. Und ich gehe sogar darüber hinaus. Wie kann ich das allgemeine gesellschaftliche Leben, auch mit Nichtmuslimen, auch von Nichtmuslimen in Deutschland, verbessern? Das muss die Aufgabe einer Religionsgemeinschaft, einer muslimischen Religionsgemeinschaft sein. Das war meine vollkommene Überzeugung. Und als das Angebot dann kam, habe ich natürlich gefragt, was stellt ihr euch denn vor, was ich machen soll? Also wenn ich ein DITIB-Anwalt sein soll, dann bleibe ich lieber in Lübeck. Ihr könnt mich beauftragen mit Mandaten, ich kann die dann abrechnen. Und dann ist jeder glücklich. Ich mache dann meinen Anwaltsdienst und ihr macht das, was ihr macht. Und wenn ihr anwaltlichen Beratungs- und Vertretungsbedarf habt, dann seid ihr eben meine Mandanten und gegen Honorar bekommt ihr meine Arbeitsleistung. Dafür muss ich weder meine Kanzlei schließen noch nach Köln umziehen. Das können wir so machen, wie das eben läuft. Üblicherweise, wenn eben Mandate an Anwälte vergeben werden. Darauf habe ich auch keine Lust, habe ich gesagt. Also dafür nach Köln zu kommen, dafür habe ich keine Lust. Das mache ich schon in Lübeck und das reicht mir. Dafür muss ich jetzt nicht so einen großen Wechsel und Wandel in meiner auch persönlichen Lebensplanung machen. Was ich mir aber reizvoll vorstellen kann, ist, dass wir uns tatsächlich gemeinsam überlegen, was kann die Zukunft des DITIB-Verbandes und der DITIB-Moscheegemeinden in Deutschland sein? Nämlich hin zu einer Religionsgemeinschaft im wahrsten Sinne unserer Verfassung.
Und um es kurz und knapp zu formulieren, ich hatte das Gefühl, dass das ein gemeinsames Interesse war damals, Mitte 2013, als diese Gespräche stattgefunden haben. Ich bin dann im Januar 14 umgezogen nach Köln und ich hatte das Gefühl, dass das eben nicht nur mein eigenes Interesse ist, sondern dass dieses Interesse auch im Verband vorherrscht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Verband klug genug war und erkannt hat, dass das mit den Bordmitteln damals nicht zu stemmen war, diese Herausforderung. Weil, und das meine ich gar nicht böse, ist aber ein Charakteristikum aller Verbände ist, dass sie von einem Personal getragen werden, das nicht vor diesen Herausforderungen stand, als sie an die Stellen gekommen sind, die sie jetzt besetzen. Es waren eher Verbände, die Moscheeverwaltungsarbeit gemacht haben. Und die Arbeit des Erhalts der eigenen religiösen Überzeugung, aber nicht mal die ansatzweise Arbeit, eine Gemeinschaft zu vertreten im politischen Diskurs oder im juristischen Diskurs oder eine Religionsgemeinschaft zu sein mit all den Herausforderungen, islamischer Religionsunterricht, Gefängnisseelsorge, Wohlfahrtsarbeit und so weiter. Für all diese Herausforderungen und Aufgaben ist das Personal nicht eingestellt worden damals. Und haben diese Menschen auch im Verband nicht ihre Karriere gemacht und ihren Aufstieg in der Verbandshierarchie durchlaufen, weil sie eine Antwort auf solche Fragen hatten. Sie haben andere Fragen beantwortet, die nicht weniger wichtig sind, aber eben andere waren. Und ich hatte das Gefühl, man hat erkannt, man braucht auch einen frischen Wind von außen, auch einen kritischen Wind, der genau diese Strukturen auch hinterfragt und möglicherweise auch zur Verbesserung anregt. Und ich fand diese selbstkritische Wahrnehmung so überzeugend, dass ich geglaubt habe, es ist das Risiko wert, auch davon überzeugt zu sein, dass ein solcher selbstkritischer Wandlungsprozess möglich ist und gewollt ist und dass es auch gewollt ist, dass ich das mit unterstütze. Mit diesen Wahrnehmungen und Erwartungen habe ich diesen Wechsel vollzogen und in der Rückschau muss man sagen, dass das eben gescheitert ist. Sowohl in meinem persönlichen Bestreben, dort positiv einen Wandel anzustoßen, als auch die Gesamtintention des Verbandes, das zu erkennen, diese Erkenntnis nachzuhandeln und sich neue Ziele zu setzen, dass das offenbar nicht belastbar war, diese Vision oder diese Perspektive. Das mag an Personen hängen, das mag an Strukturen hängen, das mag an politischen Entwicklungen in der Türkei hängen. Darauf hat vielleicht jeder eine andere Erklärung, eine andere Antwort. Aber Fakt ist, dass das, was ich als gewollt und gewünscht wahrgenommen habe damals, sich eben schnell als etwas entpuppt hat, was offenbar nicht so nachhaltig tatsächlich als Ziel wohl vorgegeben war. Also vielleicht und, an der Stelle, ja. Weil da ist mir noch... Ein Missverständnis vom Anfang noch kurz auszuräumen. Ich war nie im Bundesvorstand der DITIB. Ich habe den Bundesvorstand beraten in politischen und rechtlichen Fragen. Ich war im Landesverband in Nordrhein-Westfalen im Vorstand, um dort auch die Gespräche mit der Staatskanzlei in NRW und den Gesprächen um diese Statusfragen, um die mögliche Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und so weiter zu bewegen. Das habe ich in der Landesverbandsarbeit in NRW gemacht und gleichzeitig war ich eben Berater des Bundesvorstandes, ohne Mitglied in diesem zu sein. Was eigentlich für die Körperschaft, lieber Murat, da hätte ich eine brennende Frage. Du als Jurist, ich denke, es brennt jeden auf den Nägeln, wieso es nach 50 Jahren immer noch nicht möglich ist, dass Islam nicht Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Ja, also keine anerkannte religiöse Gemeinschaft wie das Christentum, wie das Judentum, wie die Zeugen Jehovas, wie die Aleviten und so weiter. Woran hängt es denn? Hängt es wirklich an der Unmachbarkeit, was vielleicht der deutsche Staat einem für Hürden in den Weg stellt, sind die nicht machbar? Oder will der deutsche Staat nicht, sage ich jetzt mal, und wenn man will, dann hätte man ja diesen KRM, der ja so als Ansprechpartner dienen sollte, akzeptieren können. Wenn man nicht will, findet man noch andere, tausende andere Gründe. Du warst ja hautnah dabei an diesen Gesprächen. Ja? Und wir haben oft auch diese Frage, woran hängt es denn? Hast du Hoffnung, dass es je geschehen wird oder nicht?
auch an deiner Person, wo Michelle gesagt hat, dass ja, der typische DTIP-Mann, ich glaube, das ist immer schwierig zu verallgemeinern, wer ist der typische DTIP-Mann, Milligörisch-Mann und so weiter. Ich denke, das kommt immer an Personen an. Ja. Ich denke, wir können die Verbände nicht wegdiskutieren, die haben ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Andere Ansprechpartner kriegen wir nicht, haben wir nicht und wollen nicht haben. Aber das brennt mir schon, diese Frage, wo ich mir selber mal frage, wieso klappt es nicht? An wen hängt es? Eine häufige Antwort auf die Frage, die ich gehört habe während meiner Zeit innerhalb der Verbände, deshalb, ich formuliere das so im Plural, weil ich ja zwar nur für den DTIP-Verband tätig war, aber in Gesprächen eben auch mit anderen Verbänden zu tun hatte und auch deren Binnenstruktur und Personal kennengelernt habe. Deshalb sage ich das jetzt so allgemein für alle. Eine häufige Antwort aus den Verbänden auf diese Frage ist, der deutsche Staat will nicht. Der hat kein Interesse daran, dass aus uns was wird hier, um es mal salopp zu formulieren. Ich glaube, das ist eine Selbsttäuschung, um eigenes Unvermögen und eigenes Scheitern zu erklären. Das ist ein Erklärungsmuster, das ich bei vielen, vielen Anlässen gehört habe, in unterschiedlichen Varianten. Wenn es schlechte Presse gab, hieß es immer, das habe ich so nicht gesagt, das hat der Journalist jetzt reingeschrieben. Statt zu sagen, ja, vielleicht lag es ja auch an mir, vielleicht war mein Statement nicht gut genug oder nicht differenziert genug und hat Anlass dazu geboten, dass der Journalist das dann daraus gemacht hat. Also der böse Wille des anderen ist immer etwas, was sehr griffbereit ist als Erklärung. Ich sehe das anders. Also als ich 2014 nach Köln gekommen bin, gab es, glaube ich, binnen eines Jahres einen interessanten, oder die Arbeit hat sicherlich nicht innerhalb eines Jahres stattgefunden, aber das Ergebnis lag dann für mich sozusagen innerhalb eines Jahres vor, nämlich das Körperschaftsstatusgesetz in Nordrhein-Westfalen, das durch das Parlament in Düsseldorf beschlossen worden ist. Und das war für mich ein ganz wichtiges Zeichen, dass der Staat sagt, ich regle die Frage des Körperschaftsstatus in einem eigenen Gesetz, um klar zu definieren, wie andere Religionsgemeinschaften außer den etablierten Kirchen und den Körperschaft schon gibt, auch diesen Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft bekommen können. Das zeigt für mich, dass es auf politischer Seite, also auf staatlicher Seite, das politische Interesse daran gab, den muslimischen Verbänden diesen Weg zu öffnen. Die Frage ist natürlich immer, und das ist ein sehr weites Feld, das wir in diesem Rahmen nicht erschöpfend behandeln werden können, welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um das zu schaffen? Da gibt es einmal die Kategorie Religionsgemeinschaft zu sein. Da gibt es in Rechtsprechung und Gesetzen unterschiedliche Formulierungen, die schlussfolgern lassen, welche Kriterien man erfüllen muss, um Religionsgemeinschaft zu sein. Und dann gibt es die Definition dessen, was eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist. Das ist sozusagen Religionsgemeinschaft plus ein bisschen etwas mehr. Und dieses plus ein bisschen etwas mehr ist etwas, warum der Staat gerade aufgrund dieses etwas mehr möchte, dass es diese Religionsgemeinschaft dauerhaft gibt in Deutschland. Denn die Dauerhaftigkeit des Bestandes ist zum Beispiel so ein Kriterium. Also der Staat sagt, diese Religionsgemeinschaft ist so wichtig für das Zusammenleben in Deutschland und diese Religionsgemeinschaft setzt Impulse und trägt Inhalte bei zu unserem Zusammenleben, die so wichtig sind, dass ich sie dauerhaft erhalten möchte und dieser Religionsgemeinschaft Kompetenzen gebe, die eigentlich der staatlichen Sphäre vorbehalten sind, zum Beispiel Steuern zu erheben und so weiter. Oder einen Beamtenstatus zu begründen beim eigenen Personal und so weiter. Es sagt aber dann auch, ich muss mir aber sicher sein, dass diese Religionsgemeinschaft nicht nur dauerhaft besteht und eben diese inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt, sondern dass diese Religionsgemeinschaft nicht im Widerspruch zu meinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen glaubt und lebt. Und da kommt eine Komponente ins Spiel, die weder juristisch noch politisch konkret zu definieren ist. Und das ist das Vertrauen in den Partner, in den religionsgemeinschaftlichen Partner. Vertraut der Staat dieser Institution, dass es all die Kriterien, die es zu erfüllen vorgibt,
nicht nur in der Satzung und auf dem Papier und der Sprache erfüllt, sondern auch in der Lebenswirklichkeit seiner Gemeinden und seiner Gläubigen. Und will er das dauerhaft tun? Und will er für die gleichen Grundsätze streiten, die in meiner Verfassung verankert sind? Das schließt ein, dass er andere Menschen nicht so behandelt, dass ein Widerspruch zu meinen Verfassungsgrundsätzen zu beobachten ist. Also Minderheiten oder von der Norm abweichende Gruppierungen müssen mit der gleichen Würde, mit der gleichen Gleichberechtigung behandelt werden, wie es die Verfassung für alle Bürger vorsieht. Wenn ich dort Religionsgemeinschaften habe, die Anlass zum Zweifel bieten, dass das möglicherweise nicht der Fall ist, dann fehlt es dem Staat an Vertrauen in diesen Partner. Und dann ist es sehr schwierig, rein formaljuristisch zu argumentieren und zu sagen, ich erfülle die Voraussetzung. Denn eine der Voraussetzungen ist eben die Verfassungstreue, das Streiten für die Inhalte, die unsere Verfassung ausmachen, als Spielregeln unseres Zusammenlebens. Und dort wird beispielsweise ein Faktor wichtig, der jetzt ganz aktuell auch zum Beispiel bei der Entscheidung des Hessischen Kultusministeriums, die den Bescheid für den islamischen Religionsunterricht auszusetzen in seinem Vollzug, tragend gewesen ist. Und das ist die Frage, ob es die Gefahr, nicht die faktische Einflussmöglichkeit, die Gefahr eines ausländischen Einflusses auf die Religionsgemeinschaft in Deutschland gibt oder geben kann. Also eine Hypothese, kein Faktum. Es reicht diese hypothetische Gefahr, dass die nicht ausgeräumt werden konnte über all die Jahre hinweg, um den Staat dazu zu bewegen, zu sagen, das ist kein Partner, auf den ich vertraue, weil es die Gefahr gibt, dass er sich möglicherweise aus dem Ausland beeinflussen lässt. Und die Äußerungen der betroffenen Verbände und auch der Partnerverbände aus dem KRM haben mich offen gesagt etwas sprachlos zurückgelassen, als ich das gehört habe. Wo es dann hieß, ja, das ist nicht alles so verfassungstreu, was Hessen da macht. Und das Kultusministerium hat jetzt einen verfassungswidrigen Unterricht im Sinn. Und der Vatikan nimmt doch auch Einfluss aus dem Ausland auf die Katholiken hier. Da ist es kein Problem. Warum ist es jetzt plötzlich ein Problem bei der DITIB, weil sie der Dianet untersteht und so weiter. Bei all den Äußerungen habe ich das Gefühl, entweder fehlt es wirklich an fachlicher Kompetenz bei den Leuten, die das kommentieren, oder man verzerrt die Kommentare so, um das eigene Publikum zu polarisieren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Denn, aber dann siehst du für die Zukunft auch, wenn ich das jetzt so raushöre, auch keine Hoffnung, dass das jemals geschehen wird. Es gibt nun mal diese Verbände, doch, die wir haben. Und doch. Die Lösung wäre ein neuer Verband oder was? Doch. Unser aller Prinzip als Muslime ist doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wir glauben ja immer, dass es Veränderungen zum Positiven geben kann. Das ist ja eine unserer Grundprüfungen. Selbst in schwerster Not und in Zeiten von Gewalt und Verfolgung. Und das ist ja auch das Vorbild und des prophetischen Lebens, das wir beobachten können. Möge er in Frieden ruhen. Dass gerade in solchen Momenten es eben wichtig ist, auf ein besseres Morgen zu hoffen. Aber das Entscheidende ist eben, dass man nicht nur auf Gott vertraut, sondern dass man sein Kamel auch anbindet. Also, dass man dafür sorgt, dass diese Hoffnung nicht ohne Substanz bleibt. Und das wird nur möglich sein, wenn man sich innerhalb der Verbände, und um die geht es ja, nur die können ja Religionsgemeinschaft werden. Also sollen wir jetzt eine neue Religionsgemeinschaft gründen und sagen, jetzt machen wir noch einen Verein. Da lag das Problem bislang. Es gab zu wenig Vereine. Wir gründen noch einen Verein und der wird dann jetzt Religionsgemeinschaft und Körperschaft. Das kann es ja nicht sein. Wir haben gewachsene Strukturen, die unter anderen Bedingungen gewachsen sind. Niemals wollte 84, 85, als die DITIB gegründet worden ist, niemals wollte einer von denen irgendwie Religionsgemeinschaft werden, geschweige denn, dass man wusste, was Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Niemals wollte die jüdisch Religionsgemeinschaft werden, als man das als sagen, wie kann ich das freundlich formulieren, ohne dass meine milieugürisch Freunde böse auf mich sind. Allen war klar, dass das im Grunde eine Auslandsorganisation der Erbakan-Bewegung war. Niemals hatten die vor, hier eine Religionsgemeinschaft zu werden. Das gleiche VIKZ. Man ist einem Druck, einem Verfolgungsdruck aus der Türkei ausgewichen nach Deutschland. Allen war klar,
Man möchte, dass das Ordensleben oder dieses Gemeinschaftsleben innerhalb der VEKZ pflegen. Keiner von denen wollte Religionsgemeinschaft werden. Also all diese verfassungsrechtlichen Kategorien, diese Statusfragen, waren doch nie prägend bislang. Die sind entstanden in der Erwartungshaltung des Staates. Leute, bietet mir einen Ansprechpartner. Ihr seid so viele, ihr seid so uneinheitlich. Ich möchte aber mit euch staatlich interagieren. Also macht doch bitte irgendetwas, dass ich einen Ansprechpartner habe. Und selbst das, was dann als Reaktion darauf gefolgt ist, zeigt doch auch, wie wenig man eigentlich sein wollte. Beispielsweise der Zentralrat, wo wir alle wissen, im Vergleich zur Größe ist der Titel eine sehr mutige Behauptung. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, wie das damals gegründet worden ist. Da hat man gesagt, pass mal auf, es gibt den Zentralrat der Juden. Da weiß jeder sofort, wenn das mit dem Zentralrat zu tun hat, das ist die alleinige und große Vertretung aller jüdischen Bürger in Deutschland. Also lass uns auch mal einen Zentralrat machen für Muslime. Und keiner von denen hatte vor, irgendwie Religionsgemeinschaft zu werden. Die wollten nur so erscheinen, als ob sie der richtige Ansprechpartner waren. Ich meine das gar nicht böse. Also das sind all diese Limitierungen, die in der Entstehungsphase und Historie aller Verbände angelegt sind. Und es gab bislang nie einen geistigen Wandel zu sagen, ja, wir möchten jetzt tatsächlich die Weichen hin zur Religionsgemeinschaft und Körperschaft stellen. Wenn man die, glaube ich, fragen würde, was ist denn für Sie der Nutzen, Religionsgemeinschaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts gar zu sein? Die Antwort darauf wäre, glaube ich, sehr knapp. Bei Religionsgemeinschaft kann ich mir noch vorstellen, ja, dann können wir IRU an den Schulen machen. Wobei ich auch nicht weiß, ob man das wirklich machen möchte. Die Reaktionen in Hessen zeigen ja jetzt, man möchte lieber alternative Sachen bei sich zu Hause anbieten und nicht an den staatlichen Schulen. Weil man glaubt, der Staat treibt da irgendwie Schindluder oder sowas mit dem Islam. Oder möchte gar sowas Schlimmes wie den deutschen Islam, den es ja nicht geben darf. Türkischen Islam, marokkanischen Islam, das darf es alles geben, aber bitte keinen deutschen. Und all diese Geschichten zeigen im Grunde, dass man erstens diese Zielsetzung, etwas sein zu wollen, nicht mit Überzeugung lebt und zweitens, das ist die ganz normale Schlussfolgerung daraus, auch nicht das notwendige Personal dafür entwickelt. Denn das ist doch die Aufgabe einer Religionsgemeinschaft, dass ich kompetentes Personal habe, das dem Staat bei den entscheidenden Fragen als Gesprächspartner gegenübersteht. Wenn eine Religionsgemeinschaft staatlichen Vertretern sagt, ich kenne mich mit dem Religionsverfassungsrecht nicht so gut aus, bitte schulen Sie mich, machen Sie mal Seminare, damit ich da ein bisschen fitter werde, dann kann aus so einer Struktur nichts werden. Vielleicht als neutrale Person, die Sie ja jetzt sind, nach Ihrem Rücktritt von DITIB-Verband, und Sie sind ja auch noch wahnsinnig aktiv innerhalb der deutschen Zivilgesellschaft, was islamische Themen, muslimische Themen angeht. Ich weiß nicht, ob ich das aus Ihnen rauskitzeln kann, aber haben Sie so eine kleine Einschätzung oder wo haben Sie das Gefühl, dass auf Verbandsebene vielleicht bei einem gewissen Verband in Deutschland schon ein bisschen eine Weichenstellung erfolgt oder schon ein bisschen das Denken schon vielleicht ein bisschen weiter ist oder wo es gewisse Personalentscheidungen gibt, die Ihnen Hoffnung geben für die Zukunft? Oder sagen Sie, das braucht einfach noch 10 Jahre? Also wenn ich darauf eine klare Antwort hätte, dann glaube ich, viele Behörden bei mir Schlange stehen, weil sie dann wissen wollen würden, wer der richtige Ansprechpartner jetzt sein soll. Die Frage kann nur aus den Verbänden heraus beantwortet werden. Die müssen doch sagen, will ich mich der Herausforderung stellen? Will ich das überhaupt sein? Und niemand darf es ihnen verübeln, wenn die Entscheidung fällt, nein, ich möchte das nicht sein, ich möchte religiöser Verein bleiben. Ich möchte ein religiöser Verein für meine Mitglieder bleiben. Ich möchte mich um Moscheeverwaltung kümmern. Ich möchte mich um Sozialarbeit kümmern im Rahmen dessen, was ich bislang mache. Und all das mit staatlichen Institutionen, islamischer Religionsunterricht, Gefängnisseelsorge, Wohlfahrtsarbeit und so weiter. Imamausbildung. Das möchte ich alles gar nicht. Mir reicht es auch, dass die Imame aus meinen Ursprungsländern kommen, aus den ursprünglichen Heimatländern meiner Gründergeneration kommen. Denn selbst für die DITIB ist das ja nicht mehr die richtige Antwort. Wenn man sich beispielsweise bei einem Freitagsgebet vor Corona-Zeiten, jetzt ist es ja eher schwieriger, mal die Gemeindestruktur anschaut in der Zentralmoschee in Köln. Da sind mehr Leute nicht türkischer Abstammung im Gebetsraum als türkischer Abstammung. Und dann zu sagen, für mich ist es aber wichtig, dass meine Imame immer noch aus der Türkei kommen, wird auf absehbare Zeit nicht die Antwort sein, mit der die eigenen Gemeindebesucher zufrieden sind.
noch sind die ja alle damit zufrieden, dass es einen schönen Raum gibt, wo sie hingehen können und beten können. Und dass dann der Imam vorne die Hutba auf Arabisch spricht, das finden sie auch schön, weil sie das verstehen. Alles andere, was er da auf Türkisch erzählt, das verstehen sie nicht, aber das ist nicht so schlimm. Aber irgendwann wird das für Gemeindebesucher auch schlimm sein, zu sagen, ich verstehe nicht, was der da sagt. Und irgendwann dann wird sich die Frage für die Verbände stellen, ist diese Struktur für mich immer noch das Richtige? Denn bis heute sind sie davon überzeugt. Ich habe während der Ramadan-Zeit ja zwei der Generalsekretäre der großen Verbände, DITIB und IGMG, im Interview erlebt, im Fernsehen, die eigenen Live-Sendungen, die sie da geschaltet haben im Streaming. Die sagen, das ist so gut, die Struktur, es gibt da überhaupt keinen Nachteil, dass die Imame aus der Türkei kommen. Ganz im Gegenteil, es ist uns wichtig, dass das so ist und dass das weiter so bleibt. Jetzt mal knapp zusammengefasst. Also offensichtlich ist das in Ordnung so. Wichtig und gut ist auch, denke ich, dass hier geborene deutsche Muslime mit vielleicht türkischer Herkunft in der Türkei ihre Imam-Ausbildung zusätzlich machen und zurück nach Deutschland kommen. Das ist ja zum Beispiel ein Modell, das die DITIB verfolgt mit diesem UIP-Modell, Udustadas Ilahiyat-Programm, also internationales Theologieprogramm. Da gibt es ja schon im dreistelligen Bereich Absolventen, die zurück nach Deutschland gekommen sind. Die Frage ist, wo setzt man die ein und wie setzt man die ein? Sind das dann wirklich Leute, die Karriere als Gemeindeimam machen? Oder werden sie möglicherweise in den Verbandsstrukturen für administrative Arbeiten eingesetzt? Das sind dann unterschiedliche Verwendungszwecke, die auf der einen oder anderen Seite eben Vor- und Nachteile mit sich bringen. Denn häufig ist es weiterhin Personal der Dianet, nicht der DITIB, wenn sie als Imame zum Beispiel eingestellt werden. Das heißt, Sie haben einen Arbeitgeber in der Türkei, dem Sie erklären müssen, was Sie hier in Deutschland als Arbeit verrichten. Und wenn es da irgendwelche Interessenkonflikte oder Wahrnehmungsprobleme oder Schwierigkeiten oder Abweichungen in der Beschreibung der Zustände hier gibt, wer hat dann das letzte Wort? Wer entscheidet, wie es weiterlaufen soll? Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das die Ideallösung ist. Jetzt hat die DITIB ja in Dahlem, glaube ich, eine Ausbildungsinstitution eröffnet, wo zusätzlich zu diesem Programm, also der theologischen Ausbildung an türkischen Universitäten, in der praktischen Anleitung und Heranführung an die Gemeindearbeit diese Absolventen auch in Deutschland weiter geschult werden sollen. Soweit ich das beobachten konnte, mit Lehrpersonal, das aus der Türkei kommt und auf Türkisch dann hier unterrichtet. Mhm. Das sind vielleicht Zwischenschritte hin zu Veränderungsprozessen, die sehr langsam und mühselig laufen, unvollständig sind. Aber wenn man optimistisch ist, kann man das ja vielleicht als positiven Schritt wahrnehmen. Also wir bei uns im Verein in Nürnberg, in der Begegnungsstube Medina, das ist ja auch ein Thema, was bei uns ganz sehr diskutiert wird. Ne? Auf der einen Seite, Sie haben es ja bestimmt auch mitbekommen, in Osnabrück ist ja damals gegründet werden, dieser Trägerverein, wo man ein bisschen eine Imam-Ausbildung eventuell anstreben möchte. Aber die Frage ist immer noch, inwiefern können wir das hier leisten, unter welchen Rahmenbedingungen? Und auf der anderen Seite die Frage, eigentlich bräuchte es wirklich eine ganz strukturierte, klare Ausrichtung auch auf die deutsche Sprache, um einfach auch die deutsche Zivilgesellschaft und die ganzen Diskurse, die man hat, überhaupt aufgreifen zu können. Und in dem Hinsicht finde ich, Sie haben da in Ihrem, ich weiß gar nicht, was jetzt der richtige Name ist, aber Sie haben muradkeimann.de, da haben Sie auch nochmal Werbung, ganz tolle Artikel zu verschiedenen Themen, kleine Essays, die Sie geschrieben haben. Und da haben Sie einen Essay geschrieben, Sprachlos. Da geht es eigentlich um Ihre Jugend vor allem, um so ein bisschen, wie Sie groß geworden sind. Und da möchte ich mal kurz diesen Satz hier vorlesen, der das für mich sehr, also perfekt eigentlich zusammenfasst. Und was ist der aktuell deutsch-türkische Realzustand? Überhebliche Geringschätzung auf der einen, bornierte Feindseligkeit auf der anderen Seite. Beides vergiftet derzeit zunehmend unser Zusammenleben. Und beides ignoriert, dass Deutschland und die Türkei zwar keine gemeinsamen Grenzen, aber mehr als 3 Millionen gemeinsame Menschen haben. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch weitergehen, aber was ganz klar, denke ich, aus vielen ihrer Essays und auch aus ihrer Stimme, aus ihrer Meinung rausgeht, ist, wir brauchen eigentlich eine Art von gemeinsamer muslimischer deutscher Stimme in Deutschland, die sich ganz klar unabhängig gestaltet und ganz dezidiert deutsche Themen aus der deutschen Gesellschaft aufgreift und aus einer islamischen Perspektive beleuchtet. Und ich glaube, da ist es generell schwer, wenn wir sagen, wir verlegen die Ausbildung außerhalb von Deutschland. Aber ja, da gibt es auch wieder viele, viele schwierige Themen.
Also meine große Sorge ist, und das ist das, was ich beobachte, ich mag mich da täuschen und die berufenen Stimmen mögen mir da auch widersprechen, wenn sie das möchten. Aber meine Erfahrung, das, was ich wahrgenommen habe, das, was ich beobachtet habe und bis jetzt noch beobachte aus der Außenperspektive, die Vermittlung und Erhalt religiöser Inhalte ist nicht der Zweck der Verbände. Oder war es vielleicht in der Vergangenheit? Also aktuell scheint mir das nicht mehr der Zweck zu sein, nicht der vordergründige Zweck zu sein, sondern eher Mittel zum Zweck. Und der eigentliche Zweck ist der Erhalt einer kulturellen Identität, die natürlich auch mit Sprache zu tun hat, mit der türkischen Sprache, wenn wir von den türkeistämmigen Verbänden ausgehen. Und das Insistieren auf einen Imam aus der Türkei hat im Wesentlichen den Grund, dass die jungen Gemeindemitglieder gezwungen sind, mit ihm auf Türkisch zu sprechen. Und deshalb, das ist so, ich glaube, die Hoffnung, die da mitschwingt, wenn das fundierte, gute theologische Angebot nur in türkischer Sprache zu erhalten ist, dann werden sich die jungen Leute anstrengen, diese türkische Sprache zu erhalten und zu pflegen, um auf diesen religiösen Inhalt zugreifen zu können, auf dieses Angebot zugreifen zu können. Ich halte das für einen Trugschluss, ich halte das für eine Sackgasse, aber ich glaube, dass es diese Wahrnehmung gibt. Um ja nicht die türkische Sprache zu verlernen, soll es türkischsprachige Imame geben, die dieses wichtige Kulturgut, Religion, diese wichtigen inhaltlichen Glaubensüberzeugungen exklusiv in türkischer Sprache anbieten. Ich bin von der Absurdität dieses Ansatzes absolut überzeugt. Man muss sich nur ein anderes Feld angucken, wo das schon mal praktiziert worden ist, sowas Ähnliches. Man hat den Imamen gesagt, ihr müsst mehr Fußball spielen. So kommt ihr an die jungen Männer ran. Ne? Ihr müsst auf den Fußballplatz in die Vereine reingehen, ihr müsst Sportvereine in den Moscheen gründen und ihr müsst mit den Jungs Fußball spielen. Am Ende haben die Imame alle gelernt, wie man Fußball spielt, aber die jungen Leute sind nicht in die Moschee gekommen, um vom Imam was zu lernen. Und so befürchte ich, wird es auch bei der Sprache laufen. Die jungen Leute werden abwandern. Die werden nicht sagen, ich erhalte mir und pflege mir die türkische Sprache, um auf diesen Inhalt zugreifen zu können. Die soziale Lebenswirklichkeit junger Menschen ist eine nomadisierende. Sie suchen sich Angebote dort, wo sie schnell zugreifbar sind, wo sie ansprechend präsentiert werden, wo sie inhaltlich verständlich sind. Und dieses soziale Nomadentum führt dann dazu, dass junge Menschen wandern. Sie betrachten nur noch als Dienstleistungsraum, ja, als Raum, wo die Dienstleistung religiöses Gebet, Ritualgebet angeboten wird. Dann kommen sie dahin, verrichten das Gebet, sagen Amin, verlassen den Raum, suchen sich andere Inhalte, die sie sozial wichtig finden, bei anderen Anbietern außerhalb der Moschee. Und dann nützt es auch nichts, wenn ich einen Playstation-Raum habe oder einen Billardtisch aufstelle oder einen Ping-Pong-Tisch aufstelle und solche Sachen, wie man in vielen Vereinen das ja versucht, junge Leute zu halten. Das ist anachronistisch, das funktioniert nicht mehr. Und ich halte überhaupt nichts davon, türkischen Sprachverlust zu verharmlosen. Ich habe ja geschildert, wie ich zweisprachig aufgewachsen bin. Und ich glaube, dass ich das Türkische genauso gut beherrsche, vielleicht mit einigen Abstrichen, als das Deutsche. Aber zumindest, wenn ich ein paar Tage oder Wochen mich in der Türkei aufhalte, dann merkt keiner den Unterschied. Und darauf, zumindest nicht aufgrund der Sprachfähigkeit, dass ich nicht in der Türkei groß geworden bin. Mir ist das sehr wichtig. Ich kann viele Inhalte, die mir wichtig sind, häufig mir über die türkische Sprache leichter erschließen als über die deutsche. Oder sie spricht bei mir, oder sie schlägt bei mir andere Seiten meiner Seele an als die deutsche Sprache. Deshalb kann ich dieses Bestehen darauf, die Sprache zu erhalten, auch in der dritten, vierten, fünften Generation, absolut nachvollziehen und unterstütze das. Ich sage nur, der Schlüssel Imam ist der falsche Weg dazu, weil es dazu führen wird, dass religiöse Inhalte nicht mehr angenommen werden und nicht dazu, dass die türkische Sprache besser wird in der Jugend. Man kann dieses Anliegen doch anders fördern. Man gründet dann eben Sprachvereine, Kulturvereine, die sich genau diesem Zweck widmen und genau dieses Angebot bereithalten und das für Jugendliche attraktiv gestalten. Aber der Gebetsraum ist der falsche Ort für einen Sprachunterricht. Und deshalb glaube ich, ist das ein großer Trugschluss, der momentan in vielen Verbänden Einzug hält.
Und es spielt da natürlich auch eine gewisse, wie sage ich das? Oder andersherum. Eines der Hauptthemen der Verbände ist antimuslimischer Rassismus. Das ist etwas, wo sie sofort anspringen, wo sie präsent sind, was zu sagen haben, an der Diskussion teilnehmen wollen. Häufig aus dieser betroffenen Haltung, aus der Opferperspektive. Und diese Erfahrungen führen umgekehrt dazu, dass ab einem gewissen Moment der Ratlosigkeit und der Frustration, diesem Problem nicht Herr werden zu können, weil die Fallzahlen ja zunehmen an Moscheeübergriffen oder eben antimuslimisch-rassistischen Übergriffen im Sozialraum, führt dann dazu, dass man sich nicht mehr um das Problem kümmert, sondern Ersatzfelder findet, um dieses Problem zu kompensieren oder überzukompensieren. Indem man nämlich dann die eigene Identität anfängt zu überhöhen. Indem man nicht sagt, der Übergriff, der antimuslimische Übergriff ist das Problem, sondern man versucht, positiv zu wenden, dass das, was man hat, was dort Ziel des Angriffes ist, was ja aus einer hierarchischen Perspektive angegriffen wird, das ist etwas Minderwertiges, Zurückgebliebenes, Rückständiges, Gewalttätiges, nicht sozial integrierbares, zivilisatorisch Zurückgebliebenes und so weiter, dass man diese Anwürfe versucht zu wenden und zu sagen, nein, das ist gerade das Gegenteil dessen, das ist viel besser und überlegen dem, was wir als Kulturraum hier in Deutschland zur Verfügung gestellt bekommen. Und man versucht dann diese identitäre Wagenburg nach außen abzuschotten, sprachlich, kulturell, mit nationalistischen, militaristischen Elementen und sagt, das ist das einzig Wahre, die letzte Festung des Islam. Diese Narrative werden gefördert und praktiziert und sie führen eben dazu, dass man nicht sich hin zu dem entwickelt, was die Fragestellung ja war, wie kann ich Religionsgemeinschaft in Deutschland sein? Also eine Gemeinschaft, die angetrieben aus muslimischen Motiven zum Wohle, zum Gelingen des gesellschaftlichen Zusammenlebens aller Menschen in Deutschland etwas beitragen möchte, sondern ich befasse mich nur noch mit der Frage, was kann ich tun, damit es den Leuten innerhalb meiner Wagenburg gut geht? Und alles andere um mich herum, das ist im besten Fall etwas, was ich ignoriere, im schlimmsten Fall, was ich feindselig betrachte. Und ich spüre eher diese Entwicklung in den Verbänden momentan, als dass ich die von mir als positiv beschriebene andere Entwicklung beobachte. Ich hoffe, dass das eine falsche Beobachtung ist, aber die vielen Eindrücke, die ich dazu sammeln konnte, lassen mich vermuten, dass ich damit leider nicht ganz so falsch liege. Also vielleicht mit Blick auf die Uhr merke ich, dass wir schon weit über der Zeit sind. Ich hätte jetzt vielleicht von meiner Seite, ich wollte eigentlich noch zwei ganz, ganz wichtige Themen besprechen, aber da müssen wir vielleicht mal einen zweiten Termin mit Ihnen planen. Aber dieses Thema, das ja, ist, glaube ich, auch ein Thema der Alhambra-Gesellschaft. Das höre ich öfter raus, das wird ein Thema, das angesprochen wird. Und auch in Ihrem, ich weiß nicht sogar, ob das jetzt ob ich das auf Ihrer Seite Freitagsworte gesehen habe. Nee, Freitags, das war, glaube ich, auf Ihrer Webseite. Also auf Freitagsworte. Ich wollte eigentlich nochmal auf Ihren letzten Eintrag vom 8. Mai zu sprechen kommen, wo ich das Gefühl hatte, dass da das Herz des Ayman, des Murat Kaiman wirklich zu sehen ist, wenn es um die Wahrheit geht, und dass man auch da einfach Dinge klar ansprechen muss. Aber was ich jetzt vielleicht meine letzte Frage noch ein bisschen drauf fokussieren möchte, ist, Sie sprechen ja manchmal so von dieser Problematik des Neo-Osmanischen, was Sie sehen, dass das so sehr benutzt wird, dass das instrumentalisiert wird in einer Art und Weise. Nur jetzt zum Beispiel, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen, diese mediale Aufarbeitung, die Serien, die wir im türkischen Fernsehen haben. Ich verstehe schon sehr gut, was Sie meinen damit. Aber jetzt für mich aus einer vielleicht deutsch-deutschen Perspektive, mit ein bisschen muslimischen Perspektive dazu, muss ich schon auch sagen, dass also mir, wie ich so in die türkische Community reingekommen bin, es hat mir sehr geschmerzt zu sehen, dass eigentlich, gerade wenn ich mit jungen Türken spreche, aufgrund dieser Veränderungen, die wir in der Republikzeit hatten, die großen Reformen, die Veränderung der Sprache, eine völlige Anpassung an Orientierung an westlichen Gesetzen, an alles, was westlich ist und die eigene Tradition eigentlich was völlig abzukappen. So habe ich heute das Gefühl, dass gerade dieser Rückbezug für ganz viele türkische Jugendliche kaum überhaupt möglich ist.
Und wenn ich jetzt mit Leuten aus der ganzen Welt spreche, selbst jetzt vielleicht mit Leuten aus Usbekistan, die auch die Sowjetunion hatten und es da auch schwierig war, oder in anderen Bereichen, die Probleme gibt es überall irgendwie. Aber so dramatisch, wie ich das in der türkischen Community mitnehme, dass man über Jahrzehnte wirklich abgeschnitten war von dieser unglaublichen Tradition, die ja tatsächlich viele Völker vielleicht gar nicht so in diesem Reichtum haben, wie es das türkische Volk auch hat, das nehme ich schon als was sehr Traumatisches tatsächlich wahr. Und ich verstehe schon auch, warum man überhaupt so ein Interesse am Osmanischen entwickelt und warum man vielleicht auch da gewisse, wenn ich jetzt an Said Nursi denke, der natürlich so ein bisschen den Übergang auch zur Moderne widerspiegelt oder zu manchen anderen osmanischen Gelehrten auch, da muss man sich ja fragen, wo finden wir überhaupt vielleicht gewisse Antwortmöglichkeiten, Lösungsideen für Fragen der Moderne, für Probleme der Moderne, dass man sich dann versucht, auf die osmanische Tradition zu beziehen. Ich glaube schon auch, dass Sie das sehen, dass Sie das auch so wahrnehmen. Und Sie versuchen natürlich auch immer diese Differenzierung reinzubringen und zu sagen, ja, wir wollen nicht in diese Romantisierung des Osmanischen abdriften oder ableiten irgendwie. Aber würden Sie schon nicht auch sagen, dass dieser Bezug zur osmanischen Tradition was enorm Traumatisierendes ist, dass er so krass abgeschnitten worden ist? Die Frage ist für mich eher, ist diese Beobachtung des krassen Abschneidens tatsächlich vollumfänglich zutreffend? Okay. Denn in der politischen Entwicklung in der Türkei hat man ja gesehen, dass gerade die Volksfrömmigkeit sich erhalten hat, auch die Identität in dieser Hinsicht sozusagen immer wieder sich Bahn gebrochen hat in den Wahlergebnissen, als nämlich Parteien eben dieses Mitte-Rechts-Spektrums, des bürgernahen, volksnahen, auch islamisch konnotierten sehr, sehr erfolgreich gewesen sind, bis hin zu der jetzigen Regierungsphase der AKP. Ich glaube, dass diese Identitätswahrung oder dieses Element der Frömmigkeit und des Glaubens im allgemeinen gesellschaftlichen Bezug nie bei allem Verfolgungsdruck, den der Laizismus und der Kemalismus in der Türkei dort ausgeübt hat, nie wirklich wirkmächtig in die Gesellschaft hat einschneiden können, was das anbelangt. Die Frage, ob man durch zum Beispiel das Verändern der Schriftsprache und des Alphabets, ob man da wirklich einen großen Einschnitt gemacht hat, ich weiß es, ich bin da kein Experte, aber wenn ich mir die Alphabetisierungszahlen ansehe am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Türkei, dann war das Osmanische nicht unbedingt die Schriftsprache, die die türkische Bevölkerung wirklich beherrscht hat, zu großen Anteilen. Das sind in Prozentzahlen der Alphabetisierungsgrad in der Bevölkerung damals gewesen. Also natürlich ist es eine Umstellung, ein Kulturwandel gewesen, der viel Unheil auch gebracht hat über die Minderheiten in der Türkei. Aber gleichwohl, glaube ich, ist das nicht unbedingt ein Problem, das die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir momentan durchlaufen, erklärt. Ich habe mehr das Gefühl, dass bei diesem Versuch, sich das osmanische Erbe zu erschließen, etwas passiert, was sehr typisch ist für den Umgang der türkeistämmigen Bevölkerung mit seinem historischen Erbe. Das ist nämlich eine sehr einseitige und sehr, Sie haben romantisierend gesagt, das verwende ich ja auch häufig, aber eine sehr beschönigende, sehr selektive Wahrnehmung ist. Wenn es zum Beispiel um aktuelle Themen wie Antisemitismus in muslimischen Communities geht, dann höre ich immer wieder, wie reflexartig das Argument kommt, ja, aber im 15. Jahrhundert, zum Ende der Reconquista, als die Juden aus Spanien fliehen mussten, war es doch das Osmanische Reich, das sie aufgenommen hat zu Tausenden und Zehntausenden und sie angesiedelt hat in der damaligen Provinz Selanik, dem heutigen Thessaloniki, das dann aufgestiegen ist zum zweitgrößten Wirtschaftsraum nach Istanbul, nach Konstantinopel damals. Ja, das ist alles richtig. Nur was haben wir denn in der republikanischen Phase, Anfang der 1930er Jahre, mit den Nachkommen dieser Menschen dann gemacht? Wir haben sie als illoyal wahrgenommen in der Türkei, weil sie eben nicht muslimischen Glaubens waren. Und auf der thrazischen Seite, also dem europäischen Teil der Türkei oder an der Ägäisküste, sind Siedlungsgebiete dieser Menschen dann eben geräumt worden. Man hat sie umgesiedelt oder man hat sie zur Flucht aus der Türkei gezwungen. Was haben wir mit
den vielen Minderheiten in der Türkei gemacht. Es heißt dann immer, ja, im Zweiten Weltkrieg haben wir aber viele Juden aufgenommen, Fliehende aus Europa aufgenommen und sie vor der NS-Diktatur geschützt. Ja, das ist richtig. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben eine Vermögenssteuer erlassen, die im Grunde das wirtschaftliche Kapital aus Händen von Nicht-Muslimen in muslimische Hände übertragen sollte in der Türkei. Vielleicht ganz kurz, weil derjenige Politiker, der das damals veranlasst hat, dessen Name ziert heute ein großes Fußballstadion in Istanbul. Ich denke aber unkritisch mit den problematischen Elementen unserer Geschichte um. Und ich glaube, das, was uns zum Beispiel unsere deutsche Prägung hier mitgeben kann, ist, dass Erinnerungskultur eben anders funktionieren muss. Nicht nur, dass man sich an die strahlenden Phasen, die prächtigen Phasen des Osmanischen Reiches erinnert, sondern auch an das, was andere Völker an Leid erfahren haben dadurch. Ich denke aber auch, ich meine, es ist für mich auch sehr bezeichnend und das ist auch, was ich in vielen Diskussionen raushöre, ne? Auch jetzt mit Türkologen oder mit Historikern, dass man, also für mich jetzt auch, ich finde es Osmanische Reich einfach sehr faszinierend. Und ich finde es dann immer, wenn man über die türkische Geschichte spricht, dass man nimmt dann oft Beispiele aus der Republikzeit. Aber ich habe das Gefühl, dass, wenn man jetzt auch vielleicht die Jahre vor der Tanzimat-Zeit und dann auch so die ersten Jahre der Republikzeit, dass ich da das Gefühl habe, dass keine richtige Aufarbeitung passiert ist, dass es doch da trotzdem erstens gesellschaftliche Veränderungen gab, ganz enorme, und zum anderen auch, ja, wie man mit Minderheiten umgegangen ist, aber auch wie man über ganz andere Themen mit völlig anderer Sprache auch teilweise gesprochen hat. Und ich finde, man schert es dann immer sehr über den Kamm und sagt, ja, türkische Geschichte, Republikzeit, osmanische Zeit, irgendwie so dasselbe. Also ich finde da schon, dass es da unglaublichen Umbruch gegeben hat, der mir ein bisschen zu wenig thematisiert wird. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Das mag natürlich ein schwieriger Vergleich sein, diese beiden unterschiedlichen Epochen sozusagen gegeneinander aufzuwiegen oder auszuspielen. Das ist gar nicht mein Bestreben. Ich glaube, es gibt in der Zeit bis 1920 genug schlechte Beispiele aus dem Osmanischen Reich, die man auch zitieren könnte, um dieser einseitigen, verherrlichenden Perspektive etwas entgegenzuhalten. Alleine die Siedlungspolitik des Osmanischen Reiches bestand ja darin, dass eroberte Gebiete teilweise eben umgesiedelt worden sind, damit dass die treuen Untertanen aus den bisher regierten Provinzen in die neu eroberten Provinzen umgesiedelt worden sind und umgekehrt, um einfach Aufstände und Widerstände und Ähnliches zu verringern oder zu vermeiden. Also das Osmanische Reich war gemessen an dem, was wir Gleichberechtigung und Religionsfreiheit und so weiter als Maßstäbe haben, sicherlich nicht das Paradies. Das ist an der einen oder anderen Stelle im Vergleich zu anderen Epochen oder das Mittelalter in Zentraleuropa den Menschen unter dem osmanischen Regime es deutlich besser ging. Das mag auch zutreffend sein, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, was ich überhaupt sagen möchte, ist, dass auch der Blick auf das, was erhaltenswert, erinnernswert und tradierenswert ist, dass ich das gar nicht schmälern möchte. Natürlich finde ich das schön, wenn ich auch Lieder von DDR-Fande oder sonst etwas rezitiere und Gedichte aus dem Osmanischen Reich und die Lyrik und die Poesie dort pflege und erhalte, dass das alles etwas Schönes ist, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich warne immer nur davor, zu glauben, dass das rechtfertigt, sich kulturell oder traditionell oder religiös über andere zu erheben und zu sagen, das ist besser. Also eine qualitative Hierarchisierung, ich habe Sie schon verstanden, was Sie, glaube ich, so ein bisschen meinen. Aber ich denke auch, ich meine, Sie sind sich ja auch über die Sensibilitäten bewusst, die es über die Thematik gibt. Und ich glaube, was vor allem auch vielen Muslimen einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, es müssen jetzt nicht mal Leute mit türkischem Hintergrund sein, ist, wenn man jetzt über die religiöse Toleranz spricht, jetzt nehmen wir mal das als Beispiel. Ich glaube, wenn man das jetzt mit Europa vergleicht und der Geschichte von Europa und es mal gegenüberstellt mit der osmanischen Geschichte, ich glaube, dann ist es auch im Historischen, also ich kann da viele über Bücher sprechen, die das eigentlich auch ganz klar sagen. Also dass eigentlich, was wir diese Toleranz und diese Vielfältigkeit, die wir innerhalb des Osmanischen Reiches haben, dass das schon was ist, was man in dieser Art in Europa einfach gar nicht kennt. Und dass das, glaube ich, einfach was ist, wo
vielleicht auch da zu wenig Wertschätzung ist. Ich verstehe zwar, was Sie meinen, mit diesem, dass man das alles so ins Ideal stellt und als perfekt darstellt. Das funktioniert nicht. Aber ich denke, dass diese Wertschätzung, die man innerhalb der osmanischen Tradition sieht und die auch einfach in vielen Bereichen da war, dass die gerade auch gegenüber muslimischen Menschen oder türkischen Jugendlichen, gerade wenn ich jetzt an den Schulunterricht denke, ne, wo immer nur der Osmane als der Kranke am Bosporus dargestellt wird, dass einfach dieser unglaubliche Reichtum und Vielfalt überhaupt nicht thematisiert wird, auch nicht innerhalb der deutschen Zivilgesellschaft. Und deswegen kann ich schon auch sehr gut nachvollziehen, warum dann Leute sagen, also warum versucht man jetzt das Osmanische Reich zu kritisieren, wenn man eigentlich vielleicht viel mehr mal thematisieren müsste, was es eigentlich Positives da gab. Ne, weil das ist was, wo man in christlichen Gesellschaften vielleicht in dieser Vielfalt wirklich nicht kannte. Also das ist, denke ich, schon was, wo man auch klar rausstellen muss. Ich will die Beschäftigung mit all diesen positiven Aspekten überhaupt nicht geringschätzen. Ja. Ich glaube nur nicht daran, dass das für uns als beispielhaft funktionieren kann, um unser Zusammenleben jetzt und aktuell hier positiv zu gestalten. Ich glaube, dass das auch in der Motivation der Beschäftigung auf populärer Ebene, popkultureller Ebene, nicht die treibende Kraft ist. Denn dann würde man ja Serien drehen, die genau diese Schönheiten und diesen kulturellen Reichtum und so weiter thematisieren. Ich gehöre nicht zu den regelmäßigen Zuschauern dieser ganzen neo-osmanischen Serien. Aber wenn ich mir die Trailer und die Ausschnitte auf YouTube ansehe, geht es da meinem Empfinden nach mehrheitlich immer darum, wie tapfer man den Feind besiegt hat und wie erfolgreich man erobert hat. Und nicht um den kulturellen und den künstlerischen Reichtum, den man gepflegt hat im Osmanischen Reich. Also es wird tatsächlich etwas kompensiert mit der Beschäftigung mit diesem Thema. Das, glaube ich, für unser gedeihliches Leben nicht unbedingt die Ultima Ratio darstellt. Ich finde das Gespräch deswegen so unglaublich spannend und auch irgendwie witzig, weil ich sehe, was Sie thematisieren, dass das innerhalb der türkischen Community oft sehr kritisch wahrgenommen wird. Aber wenn ich jetzt mal sehe mit meinem reinen deutsch-deutschen Blick und sehe, was ist da, wenn ich nach Hollywood gehe, wenn ich sehe, wie die Muslime, die Türken, die Araber in der Medienwelt dargestellt werden, dann verstehe ich schon auch, dass man sich einfach wahnsinnig freut, dass man nicht nur die Muslime, die Osmanen, die Türken als die Dämonen, als die Teufel dargestellt werden, als die Terroristen. Also das ist dann natürlich auch was, wo ich schon auch verstehe, dass, ich meine, als gerade bei den Jugendlichen, man braucht ja auch mal irgendwas, wo ein positives Selbstbild überhaupt irgendwie da ist. Und da finde ich diese Serien, also man kann Kritik üben, das verstehe ich. Aber ich finde es gerade für viele türkische Jugendliche auch was ganz Wichtiges, einfach mal was Positives über die eigene Geschichte zu hören, über sich selbst, über seine Kultur, auch über seine Religion. Also ich glaube, in dem Hinsicht ist es, vielleicht bin ich dazu sehr Pädagoge, aber ja, finde ich das schon auch was sehr Wichtiges. Aber worin ich die Gefahr sehe, und wie gesagt, ich will da mir kein endgültiges Urteil anmaßen, weil ich nicht zu den regelmäßigen Zuschauern dieser Inhalte gehöre, aber das, was ich wahrnehme, nehme ich so wahr, dass es nicht unbedingt den pädagogischen Zweck verfolgt, den Sie vordergründig versuchen, da herauszulesen, sondern dass es einen anderen Zweck fördert, nämlich sei stolz auf dein osmanisches Erbe. Wir waren siegreiche Eroberer und die ganzen Leute haben unter unserem Schwert gezittert. Also es ist ein machtpolitisches Instrument. Und es ist das Narrativ von Größe und von Einfluss und von Macht und von Wehrhaftigkeit und von Überlegenheit. Meine Religion ist überlegen. Es ist moralisch, ethisch überlegen. Meine Kultur ist überlegen, weil viel zivilisierter und reichhaltiger als das, was der Gegner hat und mir anbietet. Und das halte ich für keinen guten pädagogischen Ansatz. Also man begegnet der negativen, antimuslimischen, kulturhierarchischen Betrachtung, die Sie ja zu Recht auch bis Hollywood sozusagen zitieren können, begegnet man mit der gleichen Münze. Und ich glaube, dass sich gegenseitige Beschimpfen führt nicht dazu, dass wir besser miteinander zurechtkommen. Deshalb sehe ich diese ganzen Inhalte eher problematisch. Und ich glaube, die Beschäftigung muss deshalb auch ambivalenter sein, muss multiperspektivischer sein. Es muss auch die schlechten Erfahrungen thematisieren. Ich will es auf einen Punkt bringen. Das Schöne, was immer beschrieben wird und das thematisiert wird, geht so ungefähr oder hält immer so ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts an in all diesen Serien.
weil danach, nach dieser Hochphase der Expansion bis Ungarn unter Süleyman dem Prächtigen, ist es zu der Stagnations- und Zusammenfallphase des Osmanischen Reiches, Zusammenbruchphase des Osmanischen Reiches gekommen. Also die letzten 300-400 Jahre waren keine Erfolgsgeschichte. Und aus dieser Zeit wird nichts erzählt und wird nichts berichtet. Und ich habe beispielsweise eine syrischstämmige Ehefrau und ich erinnere mich an die vielen, vielen negativen Assoziationen, die man mit Osmanen und Türken sozusagen im arabischen Raum hat. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also man ist immer bereit, aus dieser eigenen Binnenperspektive alles, was an nationalistischen, an dominanten Elementen auch des emotionalen Bezuges zur osmanischen Geschichte, da ist man sehr bereit, das als etwas Positives wahrzunehmen. Man möchte aber anderen Völkern nicht zugestehen, dass aus ihrer Perspektive die Opposition gegen das Osmanische Reich von den gleichen Gefühlen getragen war. Das ist dann immer schnell der Verrat am Osmanischen Reich, der untreue Untertan, der sich erhebt gegen das Osmanische Reich. Aber wenn ich sage, dass Nationalismus und der Stolz auf das eigene und so weiter etwas Schönes sind, dann muss ich zugestehen, dass aus der Perspektive der nicht-osmanischen Völker das ja auch so sein muss und so sein darf, aus deren Perspektive. Und dann komme ich schnell in eine Situation, wo ich diese menschlichen Bezüge nur noch in Dimension des Konfliktes wahrnehmen und besprechen kann. Und das scheint mir nicht der Schlüssel zu sein. Und zudem einer heterogenen Gesellschaft, zu einer diversen Gesellschaft. Das funktioniert nur, wenn Sie eine einheitliche Gesellschaft haben, zu der die Türkei ja unter großem Druck geworden ist und werden wollte. Sowohl während der republikanischen Phase und jetzt vielleicht sogar noch intensiver unter der aktuellen politischen Führung, dass man dort immer wieder von einem Vaterland, einer Flagge, einer Sprache, einer Religion spricht. Und beispielsweise diese vielen heterogenen und vielfältigen Dimensionen des Osmanischen Reiches komplett beiseite wischt. Und das, wie gesagt, ich glaube, die Motivation ist nicht das Feiern von Vielfalt im Osmanischen Reich. Da habe ich meinen großen Zweifel. Also ich denke, also ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir auf das Thema jetzt so am Ende noch gekommen sind. Ich glaube, da müssen wir echt mal vielleicht viel mehr einfach ein Gesprächsklima dafür finden auch. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass dieses Thema, das müsste eigentlich viel mehr zum Thema gemacht werden. Ich glaube, die verschiedenen Argumente, die es von beiden Seiten gibt, die müssen viel mehr differenziert betrachtet werden und auch viel mehr ausgetauscht werden. Und was mir einfach immer an der Thematik wichtig ist, weil ich das schon auch einfach sehr stark auf einer emotionalen Ebene sehe und die ist einfach auch da, die kann man ja nicht wegleugnen, ist, wie man sich fühlt, wenn man, sagen wir mal, ich meine, Sie haben das so schön gesagt, wenn man über die eigene, kann man über die eigene Geschichte stolz sein. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man über die eigene Geschichte stolz sein kann. Und ich sehe das auch bei vielen deutschen Jugendlichen heute, die keinen Rückbezug haben zu wer Goethe war, ne, was vielleicht auch ein Bismarck mit den Sozialgesetzen hat. Also diese positiven Elemente, dass man die einfach mal rausstellt, wie besonders sie sind, auch vielleicht sogar in einem menschheitsgeschichtlichen Kontext. Und ich finde, dass da schon auch, wenn man mal über die Türkei hinausschaut und sieht, was im Osmanischen Reich auch da war. Also ich will jetzt nicht als derjenige sein, der alles im Osmanischen Reich super findet. Aber ich finde, man muss schon auch ganz klar benennen, dass das Osmanische Reich gewisse Elemente hatte, die unglaublich bereichernd war und die auch uns vielleicht auch heute noch bereichern können. Also dieses, Sie haben das ja auch klar gesagt, Sie wollen nicht alles irgendwie schlecht reden im Osmanischen Reich. Das verstehe ich schon. Ihnen geht es um eine differenzierte Perspektive, dass man das nicht zu idealisiert darstellt. Aber ich denke, und da sind wir vielleicht auch bei dieser Aufrichtigkeit beim Diskurs. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem wie das auch vielleicht für die deutsche Zivilgesellschaft wirkt, wenn man über die osmanische Geschichte spricht, ne, dass man das dann als falsches Ideal streicht. Aber ich denke, dass es gerade bei Jugendlichen wirklich ganz wichtig ist, auch positive Vorbilder zu geben, die in der eigenen Geschichte liegen. Und das ist was, wo mir eigentlich noch ganz stark fehlt. Also wenn ich jetzt einen jungen türkischen Schüler habe oder einen jungen Türken, den ich irgendwie betreue, dann merke ich das ganz oft. Man spricht über so viele Dinge und da ist kaum was da, wo man ihm ein Vorbild geben kann aus der eigenen Kultur, aus der eigenen Religiosität. Und deswegen finde ich schon, dass man das nicht unterschätzen darf, wie wichtig es ist, Menschen ein positives Selbstbild zu geben von ihrer eigenen Kultur.
Bin ich ganz bei Ihnen. Mein Punkt ist, dass bei all dieser Betrachtung es zwingend dazu gehört, die Tugend der Kontroversität einzuhalten. Das heißt, jegliche Einseitigkeit, die ja. in Richtung Überhöhung, chauvinistische Betrachtung, hierarchisierende Betrachtung geht, von vornherein zu unterbinden. Deshalb bin ich sehr für eine differenzierte Betrachtung all dieser Geschichten. Denn beispielsweise ist ja in der osmanischen Wirklichkeit selbst diese einseitige, exklusive, hierarchisierende Betrachtung nicht unbedingt virulent gewesen. Wenn man sich zum Beispiel den größten Moment ansieht, der in all diesen Serien und Filmen ja auch thematisiert worden ist, die Eroberung Konstantinopels durch Mehmet den Zweiten war das, glaube ich. Ne? Ich bin da so schlecht bei den, also Fatih Sultan Mehmet, den meine ich. Und das Interessante ist, in der Perspektive auf dieses Ereignis aus der eurozentristischen Geschichtsbetrachtung wird das im Grunde als Eroberung durch eine fremde Macht wahrgenommen. Die Osmanen selbst und Fatih Sultan Mehmet selbst hat sich ja als Nachfolger der oströmischen Kaiser wahrgenommen auf dem Thron Konstantinopels. Also er ist nicht davon ausgegangen, dass da etwas Fremdes gekommen ist und etwas anderes Fremdes umgestürzt und erobert hat. Es war im Grunde ein Machtkampf in einem Einflussgebiet, in einem Territorium unterschiedlicher Kräfte. Er hat obsiegt und er sah sich in der Tradition der Nachfolger des oströmischen Kaisers. Also ich denke, Sie haben das gerade wunderschön betitelt. Also das eigene und das Fremde war aus der Perspektive nie in einer solchen oppositionellen Haltung sozusagen. Deshalb warne ich immer davor, solche Betrachtungen hierarchisierend einseitig vorzunehmen, weil die Eigenbetrachtung in der historischen Perspektive nicht von diesem Chauvinismus geprägt war, zu dem wir das heute noch machen. Und das Gefährliche daran, es ist ein Stück weit auch Ausdruck einer Unsicherheit, vielleicht eines Minderwertigkeitsgefühls, dass wir uns immer noch mit solchen Themen beschäftigen. Also zum Beispiel Eroberung Istanbuls. Das wird ja alljährlich gefeiert in der Türkei. Also da vollzieht man den Akt der Eroberung ideell immer wieder nach, um sich sozusagen selbst zu vergewissern, dass man erfolgreich gewesen ist und versucht, diesen Moment immer wieder nachzuerleben. Und gerade wenn man sich ansieht, wenn beispielsweise auf der Ebene sportlicher Wettkämpfe griechische und türkische Mannschaften sich begegnen, dass genau diese Frage viel an Sprengstoff birgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, aus dieser griechischen Perspektive, das als Fremdokkupation wahrgenommen wird und aus der türkischen Perspektive als Eroberungssieg. Mir ist es vielleicht ganz kurz... Es führt mehr eben zu Konflikten, als dass es zu einem gedeihlichen Zusammenleben führt. Das ist meine Sorge. Mir geht es so ein bisschen, vielleicht da auch eine Übersetzungsarbeit zu leisten, weil ich habe dieses Gefühl, dass akademische Diskurse, gerade wenn man in sehr hohe Bereiche der Differenzierung geht, dass die von der allgemeinen Bevölkerung, von, sagen wir mal, der breiten Bevölkerung oft sehr schnell falsch verstanden werden. Ich glaube, das ist auch ein Problem, wo wir ganz enorm haben, dass wir keine richtige intellektuelle Auseinandersetzung mit gewissen Themen haben und eine gewisse Differenzierung haben. Ich denke, Ihnen geht es wirklich darum zu sagen, okay, welche Narrative wollen wir groß machen und welchen positiven Aspekte können wir rausziehen? Und da ist natürlich die Gefahr, dass wir, wenn wir gewisse Narrative groß machen und als Vorbilder darstellen, dass da eigentlich viel mehr Spannungspotenzial liegt, was uns eigentlich nicht dazu hilft, eine muslimische deutsche Stimme aufzubauen, um eine gewisse Unabhängigkeit in Deutschland da zu haben. Dass wir also innerhalb Deutschland eine auf die Religion bezogene Religiosität haben, wo wir hier einfach mal Diskurse aufgreifen und dass wir anstatt das zu tun, uns auf geschichtliche Aspekte von verschiedenen Ländern, ob das jetzt die Marokkaner in Marokko sind, die Türken auf die Türkei sind, und dass das nicht uns weiterbringt. Das verstehe ich schon. Ich habe nur oft das Gefühl, wenn ich jetzt auch Kommentare sehe bei der Alhambra-Gesellschaft, dass genau diese Differenzierung vielleicht von der Sprache her, der Komplexität der Sprache, der Differenzierung einfach sehr oft nicht richtig verstanden wird oder vielleicht auch einfach Wörter sind, die man nicht nachvollziehen kann, wie die gemeint sind in dem Diskurs. Und ich glaube, da braucht es auch eine Übersetzungsarbeit, um klarzumachen, vielleicht noch viel mehr, was wollen wir eigentlich, wenn wir nicht Teil der Verbände sind, sondern genuiner, unabhängiger Vereine. Ne, dass es uns dann nicht darum geht,
weil ich verstehe das schon auch, wenn dann aus der muslimischen Community geht, schaut her, ihr diese unabhängigen Vereine, ich meine auch die Begegnungsstube Medina, wir sind auch ein unabhängiger Verein und da ist man natürlich dann schnell darin, dass man diesen Stempel hat, ihr seid das Sprachrohr von dem deutschen Staat, ihr wollt eigentlich nur die und die kritisieren. Ne? Aber dieses Ziel, was man hat, ich glaube, da brauchen wir vielleicht auch noch ein Stückchen mehr Feingefühl, um zu schauen, wie können wir mit unseren Diskursen, auch den Diskurs, den wir jetzt gerade haben oder auch bei der Alhambra-Gesellschaft, dieses Muslim-Debate, dass wir mehr innermuslimisch diskutieren, dass das nicht nur im reinen, sagen wir mal, elitären Kreisen besprochen wird, sondern dass das wirklich auch einen Zugang findet. Vielleicht war heute das Gespräch hier ein Anlauf. Ich schaue auf die Zeit, ich muss mich bei Ihnen schon fast entschuldigen, Herr Keimann, es ist sehr, sehr spät geworden. Aber ich denke, das ist ein Thema, wo noch viel, viel mehr drüber gesprochen werden müsste und unglaublich wichtig ist. Ich stehe gerne zur Verfügung, also an mir soll es nicht liegen. Ich will nur mit zwei kleinen Gedanken noch abschließen, weil mich das Thema unserer letzten Debatte sozusagen nicht loslässt. Ein Beispiel, das sich geradezu aufdrängt, rein bildlich, nämlich der Hintergrund hier bei mir. Das ist ein selbstgeschossenes Foto während eines Istanbul-Besuches der Hagia Sophia. Und es ist ja heute immer noch aktuell die Debatte um die Eröffnung der Hagia Sophia für muslimische Gebete. Also als neue Widmung zum Ritualgebet sozusagen. Das wird von bestimmten Kreisen der Türkei gefordert, sozusagen als Trotz- und Dominanzgebärde, sozusagen den Eroberungsgestus nochmal nachzuvollziehen und nochmal wiederzubeleben. Für diejenigen, die nicht informiert sind bei dem Thema, das Gebäude war eines der größten christlichen Gotteshäuser bis ins 15. Jahrhundert hinein. Dann eben die größte Moschee eine Zeit lang. Und in der republikanischen Phase der Türkei dann zum Museum umgewidmet und heute eben als Museum zu besichtigen und nicht als Gotteshaus in der Benutzung. Das macht es für mich so problematisch, wenn wir über solche Themen reden. Die Hagia Sophia ist ein faszinierendes Symbol für Heimatverlust, für viele Menschen. Und das Gleiche gibt es beispielsweise in den Anfängen der europäischen Geschichte der Muslime in Andalusien. Die Alhambra-Gesellschaft hat sich ja nach diesem Ort sozusagen benannt, nicht um zu verdeutlichen, dass es da eine muslimische Festung gab, die irgendwie wieder erobert werden soll oder eine Moschee gab, die wieder mit Ritualgebeten gefüllt werden soll, sondern um zu zeigen, dass Muslime seit dem 8. Jahrhundert zur ursprünglichen Geschichte Europas dazugehören und nicht etwas Fremdes, Eingewandertes sind. Und gerade die osmanische Geschichte und die türkische Geschichte ist auch eine Geschichte von Heimatverlust für viele Menschen, auch für türkische Menschen, türkeistämmige Menschen. Viele von uns haben Biografien in ihrer Familiengeschichte, die auf Auswanderung aus den zerfallenden Peripherien des Osmanischen Reiches beruhen. Meine Familiengeschichte beispielsweise, mütterlicherseits, sind die Verwandten geflohen aus der Provinz Üsküp, Skopje, also aus dem Balkan, geflohen in den zentralanatolischen Bereich, haben sich dann in Adana angesiedelt. Meine Familie väterlicherseits ist nach dem Unabhängigkeitskrieg beim Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei aus Kreta vertrieben worden, gehörte dort zu der türkisch-muslimischen Minderheit. Heute gibt es keine Moschee mehr auf Kreta und sie mussten sich dann in Manisa und Izmir ansiedeln, also an der Ägäisküste der heutigen Türkei. Und umgekehrt ist die osmanische Geschichte eben auch geprägt von Heimatverlust nicht-muslimischer Bevölkerungsgruppen, die auf den anatolischen Raum eben auch schauen als ursprüngliche Heimat. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man in dieser Differenziertheit über diese Themen spricht, um deutlich zu machen, dass es zu historischen Ereignissen immer mehr als nur die eigene Perspektive gibt. Und was wir quasi, um den Bogen nach Deutschland wieder zu schließen, verfolgen mit der Alhambra-Gesellschaft, ist, deutlich zu machen in einem Diskurs, in dem Muslime und der Islam nur mit negativen Assoziationen in Verbindung gebracht wird oder fast nur mit negativen Assoziationen in Verbindung gebracht wird, deutlich zu machen, warum es für Muslime schön ist, Muslime zu sein. Also warum sie es schön finden, an den Islam zu glauben. Das möchten wir verständlich machen. In deutscher Sprache Menschen, die nicht Muslime sind, aber eben auch
Muslimen vor Augen zu führen, was Schönes an ihrem Glauben, an ihrer Glaubenswirklichkeit und ihrer Glaubenswelt. Denn wenn Sie als junger Muslim sich mit Nachrichten beschäftigen, mit der öffentlichen Berichterstattung beschäftigen, müssen Sie ja irgendwann daran zweifeln, ob es sich überhaupt lohnt, Muslim zu sein, weil das alles so scheinbar negativ behaftet ist. Nur gibt es eben vieles, vieles Schönes in unserer Religion. Und genau das wollen wir in den Vordergrund stellen und die Schönheit dessen, Muslim zu sein, verständlich machen, als Übersetzungsleistung im buchstäblichen Sinne, aber eben auch im kulturellen Sinne. Und wenn uns das ein Stück weit gelingt, auch mit solchen Gesprächen, bin ich ganz zufrieden und schaue gar nicht auf die Uhr. Ja, vielleicht war das jetzt ein gutes Schlusswort, ein guter Muslim zu sein und vielleicht auch die Schönheit einfach der Religiosität einfach auch ein bisschen mehr darzustellen. Ich bedanke mich jetzt fürs Gespräch. Ich entschuldige mich ein bisschen, dass es so lange gedauert ist. Ich denke, dieses osmanische Thema, das ist, ich interessiere mich einfach wahnsinnig sehr dafür. Ich merke, das ist eines Ihrer Steckenpferde. Nein, nicht Steckenpferde. Es ist einfach so, dass ich finde, dass man da wirklich eigentlich, ich finde, es gibt gewisse Diskurse, die muss man wirklich mit der Fachkompetenz führen. Und ich verstehe auch, dass man das auch aus einer deutschen Brille führen kann. Aber ich will es jetzt gar nicht so weiterführen. Aber wenn man beispielsweise die Amerikaner, die Franzosen aussieht, die feiern auch ihre Siege, ne, die sie in ihrer Geschichte hatten. Und also das ist, finde ich, was, wo man dann auch mal zulassen muss, dass man seine Siege feiert. Aber ich will da jetzt nicht mehr zu tief reingehen, aber ich denke und ich merke auch, dass es bei Ihnen, vielleicht auch Ihrer Biografie, ist ja ganz normal, ein wichtiges Thema ist, über diese Thematik zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber reden können und vielleicht mal auch über, weil es ist immer sehr schwierig, wenn man über allgemeine Sachen spricht, dann mal wirklich einen Zeitabschnitt raussucht, was ist da passiert, was waren die genauen Hintergründe. Ich glaube da, weil im Endeffekt ist es auch nicht richtig differenziert, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, für mich. Ich bin auch nicht der Experte an der Stelle. Ja. Also ich will mir das gar nicht anmaßen, das Expertentum, was diese historischen Epochen anbelangt. Es ist einfach die Selbstwahrnehmung eines Menschen, der eben aus dieser Kulturgeschichte sozusagen kommt. Und meine Position und mein Appell, eben das differenzierter zu betrachten, als es meinem Eindruck nach häufig geschieht. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich ganz sehr für Ihre Zeit. Also es war, wir sind halt sehr über die Zeit gegangen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Ramadan Mubarak, Bayram Mubarak, Eid Mubarak und wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Abend. Ali Abi, letztes Wort geht an dich, entschuldige. Ja, du hast ja schon alles gesprochen. Ich bedanke mich nochmal für deine Teilnahme, lieber Murat. Ich glaube, du warst der Gast, den wir am längsten befragt haben. 2 Stunden. Der längste war bis jetzt 1,5 Stunden. Herzlichen Dank. Ich denke, wir hätten noch Stunden weiterreden können. Es sind wirklich viele interessante Themen angesprochen worden. Vielleicht nicht ganz zu Ende diskutiert worden aus mancher Sicht, die jetzt zugesehen haben. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft. Ich denke, wir werden uns noch öfters sehen, hören. Auch alles Gute nochmal zum Ende vom Ramadan. Und Salam Aleikum. Aleikum Salam, vielen Dank. Und es war für mich sehr kurzweilig. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch und stehe jederzeit gerne wieder zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann auch an die Zuschauer ein ganz freundliches und gesegnetes Salam Aleikum. Und ich werde jetzt den Kursraum hier schließen.